Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, ich darf die 34. Sitzung als öffentliche Anhörung eröffnen und begrüße Sie alle herzlich. Das Thema der heutigen Anhörung ist möglicher Änderungs- und Ergänzungsbedarf im Anti-Doping-Gesetz, insbesondere auch zur Einführung einer gesonderten Kronzeugenregelung. Als Sachverständige begrüße ich sehr, sehr herzlich für die Nationale Anti-Doping-Agentur Frau Dr. Andrea Gotzmann, Vorstandsvorsitzende der NADA, und Herrn Dr. Lars Mordsiefer, Mitglied des Vorstandes. Für den Deutschen Anwaltsverein Herrn Rechtsanwalt Christoph Wieschemann, für den Deutschen Olympischen Sportbund den Präsidenten Alfons Hörmann und die Geschäftsführerin der Deutschen Sportjugend und Vorstand Jugendsport Frau Christina Gassner, Johannes Herber als Vertreter der Athletinnen und Athleten, Herrn Kai Gräber, Oberstaatsanwalt der Schwerpunktstaatsanwaltschaft München, Herrn Thomas Weikert, Präsident der Internationalen Tischtennis Federation, Herrn Professor Dr. Rainer Scherke aus der gleichnamigen Sozietät Kern-Scherke und Frau Claudia Lepping als Einzelsachverständige. Vom Bundesinnenministerium darf ich den parlamentarischen Staatssekretär Stefan Mayer sowie die Abteilungsleiterin Sport, Frau Beate Lohmann, ihren Stellvertreter Herrn Wiemann und weitere Mitarbeiter der Sportabteilung begrüßen, ebenso Vertreter und Vertreterinnen der Medien sowie Gäste auf der Galerie. Die uns übersandten Stellungnahmen wurden Ihnen bereits als Ausschussdrucksachen 19.5.150 bis 157 verteilt. Nach den Eingangsstatements unserer Sachverständigen wird die Befragung der Sachverständigen fraktionsweise erfolgen, wobei jede Fraktion ihrer Stärke entsprechende Zeitkontingente in jeder Runde für Fragen einschließlich der Antworten erhält. Ich werde das Prozedere aber vor Eintritt in die Fragerunde auch noch mal genau für diejenigen erläutern, die nicht so häufig an diesen Sitzungen teilnehmen. Für die erste Fragerunde sind insgesamt 65 Minuten vorgesehen, von denen 20 Minuten auf die Unionsfraktion entfallen, 8 Minuten auf die Fraktion der AfD, 13 Minuten auf die SPD-Fraktion und jeweils 8 Minuten auf die Fraktionen FDP, Die Linke und die Fraktion Bündnis 90, die Grünen. Ich weise nochmals darauf hin, dass diese Sitzung öffentlich ist, dass eine Fernsehübertragung auf Kanal 1 des Deutschen Bundestages um 19 Uhr erfolgen wird und die Aufzeichnung nach der Sitzung auf der Website des Deutschen Bundestages unter www.bundestag.de abrufbar sein wird. Auf der Internetseite des Sportausschusses werden Sie nach Fertigstellung dann auch ein Wortprotokoll der Sitzung und bereits die jetzt eingegangenen Stellungnahmen der Sachverständigen vorfinden. Wir beginnen mit den Eingangsstatements unserer Sachverständigen. Hierfür sind, das ist Ihnen im Vorfeld auch bereits so mitgeteilt worden, rund 5 Minuten vorgesehen. Ich darf Sie bitten, aufgrund der hohen Anzahl der Sachverständigen diese 5 Minuten jedenfalls nicht wesentlich zu überschreiten. Für den Fall, dass zwei Sachverständige einer Organisation vertreten sind, darf ich Sie bitten, sich entweder zu einigen oder die Redezeit entsprechend auf Sie beide einvernehmlich aufzuteilen. Ich bin jetzt hier erstmal beschäftigt. Wir beginnen in der Reihenfolge, in der ich Sie begrüßt habe. Und ich höre jetzt, der Abgeordnete Dr. Hahn hat eine Frage zur Geschäftsordnung. Frau Vorsitzende, ich habe eine Bitte an die Sachverständigen. Sie haben eben den Titel vorgelesen der heutigen öffentlichen Anhörung und auch noch mal betont, insbesondere zur Kronzeugenregelung. Das ist der Titel. Der sollte ja nicht länger sein. Meine Bitte bezieht sich darauf, da die Kronzeugenregelung ja auf Straftäter anzuwenden ist,
die im Zweifel eine geringere Strafe oder gar keine Strafe bekommen, dass die Sachverständigen bei ihren Statements auch die Frage eines Whistleblower-Schutzes mit berücksichtigen. Das ist jemand, der Informationen gibt, unterhalb des Strafrechts selber strafbar gewesen zu sein, damit wir nachher die ganzen Fragen vielleicht nicht alle noch mal stellen müssen, wäre das vielleicht hilfreich für den Ablauf. Ich überlasse den Sachverständigen, ob sie diese Anregung aufnehmen wollen. Wir beginnen jetzt mit den Sachverständigen der NADA. Frau Dr. Gotzmann, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass die NADA heute zum Anti-Doping-Gesetz und möglichen Änderungsbedarf dessen hier Stellung nehmen kann. Ja, ich falle mit der Tür ins Haus. Aus Sicht der NADA ist das Anti-Doping-Gesetz ein großer Erfolg für die Anti-Doping-Arbeit in Deutschland. Hierzu parallel laufen die stetigen Bemühungen der Professionalisierung der Arbeit der NADA als Kompetenzzentrum in der Anti-Doping-Arbeit in Deutschland sowie deren auskömmliche Finanzierung. Die aktuellen nationalen und internationalen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München I im Rahmen der sogenannten Operation Aderlass belegen eindrucksvoll den Nutzen und die Wirkweise des Anti-Doping-Gesetzes in Deutschland, dies auch im internationalen Kontext. Die Operation Aderlass zeigt, dass Doping im Spitzensport zumeist kein spontanes Einzeldelikt ist. Vielmehr handelt es sich um organisierte, länderübergreifende Kriminalität. Netzwerke agieren auch hier sportartübergreifend. Nur das konstruktive Zusammenwirken von Sport und Strafrecht führt zu greifbaren Erfolgen in der Anti-Doping-Arbeit. Wichtig ist, dass es weiterhin ein funktionierendes Doping-Kontrollsystem gibt, basierend auf konzeptionell geplanten und durchgeführten Zielkontrollen in Training und Wettkampf. Dieses Kontrollsystem steht bei der NADA in Einklang mit einem nachhaltigen Präventionskonzept für die unterschiedlichen Akteure innerhalb des Sportsystems. Darüber hinaus aber erhalten die Ermittlungsansätze der staatlichen Strafverfolgungsbehörden und der NADA eine neue zentrale Bedeutung. Intelligence und Investigations bilden eine maßgebliche Grundlage der gegenwärtigen und zukünftigen Anti-Doping-Aufgaben. Ich möchte im Weiteren kurz auf 6 Punkte hinsichtlich der möglichen zukünftigen Anpassung des Anti-Doping-Gesetzes eingehen. Zum Ersten die Kronzeugenregelung. Es bedarf der Einführung einer Gesetzesnorm, die die Hilfe zur Aufklärung der Verhinderung von Straftaten nach dem Anti-Doping-Gesetz regelt. Zutreffend ist, dass § 46b des Strafgesetzbuches diese Regelung bereits beinhaltet. Allerdings greift diese Norm vor allem für die Hintermänner, die Dopingsubstanzen verabreichen. Eine solche sogenannte Kronzeugenregelung umfasst derzeit aber noch keine Athleten, Athletinnen. Dies erachten wir als notwendig und zielführend. Der Hinweisgeberschutz. Die Kronzeugenregelung muss aus Sicht der NADA zwingend mit der Implementierung weitgehender Schutzmechanismen für Hinweisgeber einhergehen. Hinweisgeber riskieren viel, wenn sie Informationen auf systemische oder systematische Dopingstrukturen offenbaren. Die NADA hat bereits im Jahr 2016 das Hinweisgebersystem, sprich an, etabliert, was sich als sehr erfolgversprechend erwiesen hat. Drittens, der Ausbau des informatorischen Austauschs zwischen der NADA und den staatlichen Ermittlungsbehörden. Die NADA regt an, den im Anti-Doping-Gesetz statuierten Informationsaustausch auf zuständige nationale und internationale Anti-Doping-Organisationen auszuweiten. Die intensive weltweite Vernetzung der NADA mit Partnerorganisationen sowie mit der Welt-Anti-Doping-Agentur machen dies erforderlich. Viertens, das Berufsverbot für Athletenbetreuer. Die aktuellen Ermittlungen im Rahmen der Operation Aderlass zeigen, dass vor allem ein Netzwerk aus medizinischem Personal, Betreuern und Funktionären die kriminelle Grundlage für umfangreiche nationale und internationale Dopingpraktiken lieferte. Deshalb müssen die Sanktionen für die sogenannten Athletenbetreuerinnen im Anti-Doping-Gesetz noch weiter geschärft werden. Schwerpunkt Staatsanwaltschaften. Die NADA plädierte für mehr
Schwerpunkt Staatsanwaltschaften in Deutschland zu etablieren. Und Ziel muss es hier sein, eigentlich in jedem Bundesland eine auf Anti-Doping-Delikte spezialisierte Anlaufstelle einzurichten. Frau Vorsitzende, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie diese Initiative auch für Nordrhein-Westfalen ergriffen haben. Die Schiedsgerichtsbarkeit in der aktuellen Rechtsprechung des BGH zu den Anforderungen einer Schiedsvereinbarung wird angeregt, eine stärkere Bindungswirkung der Sportschiedsgerichtsbarkeit für Athletinnen und Athleten sowie Betreuer und Betreuerinnen zu erwirken. Die NADA regt daher an zu prüfen, ob und inwieweit eine gesetzliche Grundlage zur Klagebefugnis der NADA aus einer Schiedsvereinbarung zwischen Athletinnen und Athleten etabliert werden kann. Kurzes Fazit: Das bestehende Anti-Doping-Gesetz ist aus Sicht der NADA gut und zielführend. Die Normen haben sich grundsätzlich bewährt. Die bevorstehende Revision sollte das gesamte Gesetzeskonstrukt stärken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die juristischen Fachfragen wird Herr Dr. Mordsiefer gerne im Anschluss beantworten. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Gotzmann. Dann geht es weiter mit Herrn Wischmann vom Deutschen Anwaltsverein. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank. Ich bin Athletenvertreter und meine Abwägung ist daher von dieser Perspektive auch bestimmt. Ich vertrete Whistleblower, ich vertrete Kronzeugen, die keine Straferleichterung erhalten haben im Verbandsrecht. Ich vertrete Athleten, die ich nicht davon haben überzeugen können, Angaben zu machen, weil bei ihnen der Glaube, dass ihre Angaben zur Verurteilung der Verbandsfunktionäre führen würde, gering war und die Furcht vor der Offenbarung ihrer Persönlichkeit eher groß. Aber ich vertrete auch Athleten, die von Kronzeugen zu Unrecht beschuldigt wurden und deren Verteidigung, sagen wir, eine Herausforderung war. Meine Aufgabe ist aber immer die gleiche, meinen Mandanten in ihren unterschiedlichen Rollen ein rechtsstaatliches Verfahren zu garantieren. Allen, auch die Athleten, die gegen Anti-Doping-Regeln verstoßen haben, haben das Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren. Die Grundlagen der Strafzumessung ist die Schuld. Damit gilt immer noch der auf Kant und Hegel zurückgehende Vergeltungsgedanke. Einmal auf sich geladene Schuld kann im Nachhinein nicht ungeschehen gemacht werden und sie bedarf der Strafe. Wenn der Gesetzgeber dennoch einen Täter privilegiert und ihn straffrei lassen will, muss er dafür einen Grund haben, der mit dem Zweck der Strafe nicht kollidiert. Das ist das besondere Interesse der Öffentlichkeit an der Aufklärung oder Verhinderung solcher Straftaten, die von erheblicher Schwere und erheblichem Bedrohungspotenzial für einen großen Opferkreis sind. Das sind die Taten im Katalog des § 100 klein a StPO und es sind in der Regel die für die Gesellschaft gefährliche Taten. Die Angaben eines Kronzeugen über die Taten anderer setzt eine Auseinandersetzung mit der eigenen Tat oder gar eine Reue nicht voraus. Sie, meine Damen und Herren, dürfen das Signal, das mit einem Straferlass für einen der Tat überführten Kronzeugen in die Öffentlichkeit geht, an andere Täter, aber auch an Opfer, das heißt für saubere Athleten, nicht unterschätzen. Ich habe aus persönlichen wie beruflichen Gründen eine besondere Nähe zum Sport, aber ich überbewerte ihn nicht. Ich bin nicht überzeugt, ob die Verletzung der Integrität des Sports ein so sozial schädliches Ziel ist, dass ich es gleichwertig neben die anderen in § 100 klein a StPO geschützten Rechtsgüter einordnen kann und deswegen bei einem Kronzeugen auf Strafe verzichten darf. Es geht letztendlich nur um Sport und nicht um Hochverrat. Aber es ist allein Aufgabe des demokratisch legitimierten Gesetzgebers und damit Ihre Aufgabe und nicht der Strafrechtslehre darüber zu entscheiden, welches gesellschaftliche Gut mit den Mitteln des Strafrechts geschützt werden soll und welchen Wert es ihm beimisst. Für mich gibt es drei entscheidende Argumente für eine Kronzeugenregelung. Erstens, der Staat hat, seitdem er mit dem Anti-Doping-Gesetz das Spielfeld betreten hat, nicht allein das Gewalt- und Ahndungsmonopol, das er sonst bei Straftaten für sich beanspruchen kann. Der Staat steht wegen des gleichen Vergehens als Player neben dem Sanktionswesen der Verbände. In der Öffentlichkeit und in den Verbänden ist bei Doping die Unterscheidung zwischen Moralität und Legalität eine Errungenschaft der Aufklärung und Kern eines jeden Rechtsstaates schon lange überwunden. Es gibt kaum ein Delikt, bei dem die Grenze zwischen Verdacht, moralischem Unwerturteil und offener Vorverurteilung so fließend ist wie beim Doping. Ein Staat kann sich das nicht erlauben. Er schuldet sich selbst und er schuldet den Athleten ein Verfahren, das in jeder Hinsicht eine erschöpfende Alternative zu den Verbänden bietet und unbedingt rechtsstaatlich ist. Er muss für Täter einen Zugang zum staatlichen Ermittlungsverfahren und auch zur Kronzeugenregelung schaffen. Zweitens,
Die bisherige Regelung im Anti-Doping-Gesetz ist dafür untauglich. Sie privilegiert solche Täterkreise, für die Doping ein beliebiges Delikt neben anderen denkbaren ist. Und sie diskriminiert den selbstdopenden Sportler, für den sie nicht anwendbar ist. Der selbstdopende Sportler hat noch am ehesten unser Verständnis verdient. Drittens, es existiert eine Kronzeugenregelung im WADA-Code, die gleichfalls untauglich ist. Sie genügt selbst rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht. Weder sind die Rechte des Athleten, der von Angaben eines Kronzeugen betroffen ist, ausreichend geschützt, noch sind die Rechte des Kronzeugen selbst geschützt. Der Kronzeuge sitzt sich, das sagt mir meine Erfahrung, mit erheblicher Erfolgsschuld und mit einer erheblichen Erwartungshaltung konfrontiert. Und das führt oft zu überschießender Belastungstendenz und falscher Verdächtigung. Auch in dem Verfahren vor dem KAS, bei dem ich in drei Leading Cases russische Athleten, unter anderem den Alexander Lekhov, gegen den Vorwurf der Manipulation des Dopingkontrollverfahrens bei den Olympischen Spielen Sochi 2014 erfolgreich verteidigt habe, haben wir beweisen können, dass Grigori Rodchenko wesentliche Teile seiner Geschichtserzählung über den angeblichen Austausch von Proben in der Nacht hinzufabuliert und vorsätzlich falsche Eintragungen in seinem Tagebuch gemacht hat. Das IOC hat, darum allein geht es hier, bis zum Schluss der mündlichen Verhandlungen und über das Ende des Verfahrens hinaus der Verteidigung und sogar dem Gericht den Zugang zu entlastenden Beweismitteln verwehrt. Das ist etwas, was auch heute noch meinen Arbeitsalltag beschwert. Nicht allen, aber in einigen Verbänden ist es immer noch Usus, den Athleten den Zugang zu persönlichen Informationen zu verweigern. Ich komme zum Schlusssatz. Die Athleten unterwerfen sich nicht freiwillig dem Kontroll- und Sanktionsverfahren. Es wird ihnen zugemutet, wie Athleten Deutschland das in der Stellungnahme gesagt hat. Und wenn der Gesetzgeber und die Verbände die Athleten schon diesem Verfahren unterwerfen, dann schulden sie den Athleten auch eine rechtsstaatliche Ausgestaltung des Verfahrens und den Schutz einer Verfahrensordnung wie der Strafprozessordnung unter der Aufsicht eines staatlichen Richters und damit auch den Zugang zu einer spezialgesetzlichen Kronzeugenregelung. Danke. Ganz herzlichen Dank. Wir kommen zum Deutschen Olympischen Sportbund. Ich nehme an, Herr Präsident Hörmann beginnt. Bitte schön. Vielen Dank, liebe Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, unsere Positionen entsprechend darzustellen. Wir haben in einer umfangreichen Dokumentation auf die Themen reflektiert, die uns im Zusammenhang mit dem Anti-Doping-Gesetz seit Jahren beschäftigen. Und ich würde Frau Gassner bitten, nun die Einzelpunkte darzulegen. Frau Gassner, bitte schön. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich komme zur Bewertung des derzeit geltenden Anti-Doping-Gesetzes und wir möchten gerne sagen, dass wir grundsätzlich das Anti-Doping-Gesetz in großen Teilen als sehr positiv bewerten. Zunächst halten wir die Bündelung der Doping-Tatbestände in einem Gesetz für durchaus sinnvoll und auch sehr hilfreich, denn aus unserer Sicht ist damit eine weitaus bessere Sichtbarkeit der Tatbestände verbunden, eine dadurch bedingte höhere Schlagkraft auch für die Strafverfolgungsbehörden und somit insgesamt eine bessere präventive Wirkung. Begrüßenswert ist unserer Auffassung nach auch der höhere Strafrahmen für Hinterleute. Und schließlich möchten wir hervorheben die Möglichkeit der verbesserten Zusammenarbeit von NADA und Staat. Diese Grundlagen für eine vertrauensvolle und kontinuierliche Zusammenarbeit zeigen sich für uns insbesondere bei der Operation Aderlass. Und gerade in diesem Zusammenhang halten wir das Anti-Doping-Gesetz hier für einen vollen Erfolg. Positiv zu bewerten ist ferner aus unserer Sicht die Möglichkeit der Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften sowie der Konzentration der Rechtsprechung in Dopingsachen. Wir sprechen uns deshalb auch noch mal ausdrücklich dafür aus, dass überall flächendeckend weitere Schwerpunktstaatsanwaltschaften eingerichtet werden und würden es sehr begrüßen, wenn die Länder von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Gleiches gilt für uns im Hinblick auf die Konzentration der Rechtsprechung in Dopingsachen. Auch hier würden wir diese Maßnahme ausdrücklich begrüßen. Ich möchte gerne die Gelegenheit wahrnehmen, in aller Kürze aus unserer Sicht bestehenden Änderungs- und Ergänzungsbedarf im Anti-Doping-Gesetz aufzuzeigen. Das betrifft zum einen die Unbestimmtheit des Begriffs Einnahmen erheblichen Umfangs aus der sportlichen Betätigung in § 4 Absatz 7 Nummer 2 Anti-Doping-Gesetz. Hier würden wir uns eine ausdrückliche Klarstellung wünschen. Und schließlich würden wir die Einführung einer spezifischen Kronzeugenregelung in das Anti-Doping-Gesetz sehr begrüßen. Das hatten wir bereits in unserer offiziellen Stellungnahme im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens gefordert. Und daher stehen wir dem natürlich auch heute ausdrücklich positiv gegenüber.
Gerade für die Athletinnen und Athleten sollte auch eine Möglichkeit geschaffen werden, durch eine Aussage ihre Strafe ebenfalls zu reduzieren, wie es bis jetzt nur für Hinterleute gilt. Wichtig wäre es für aus unserer Sicht aber dabei, eine Kronzeugenregelung mit konsequenten Schutzmechanismen für Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber zu flankieren. Gerade das angesprochene Whistleblower-System wäre aus unserer Sicht nochmal wichtig, denn wie die Praxis belegt, riskieren Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber derzeit in physischer und psychischer Hinsicht viel, wenn sie sich öffnen und wenn sie Details der Öffentlichkeit preisgeben. Vielen Dank. Möchten Sie noch ergänzen, Hörmann? Bitte schön. Wenn ich darf, jawohl. Neben diesen Themen, die bildlich gesprochen jetzt auf das Anti-Doping-Gesetz als solches zielen, ist für uns im Sport selbstverständlich auch an der Frage der Eigenverantwortung weiterzuarbeiten. Wir wollen und werden weiter an der Kultur des Hinsehens arbeiten und wir wollen und werden an der Kultur des verantwortlichen Handelns arbeiten, denn am Ende wollen wir ja nicht vorrangig auf den Gesetzgeber und auf wie auch immer geartete Aktivitäten von außen im Sinne der Sanktion warten, sondern dafür Sorge tragen, dass es möglichst wenig Gründe gibt, in das gesamte System einzugreifen. Und ergänzend und flankierend, als letzte Anmerkung, haben wir in unserer Stellungnahme ja auch die Frage künftige Struktur bzw. Stärkung der NADA dargestellt. Und jetzt bitte ich sehr genau Acht zu geben, weil da manchmal ein Wort den großen Unterschied macht und ich vorher auch entsprechende Fragen erhalten habe. Wir sind herzlich gerne bereit, über eine starke NADA in zwei Punkten zu diskutieren. Zum einen in der Frage, inwieweit macht die Mitwirkung des Sports in Gremien der NADA Sinn, ja oder nein? Und jetzt der entscheidende Punkt, oder Fragezeichen und nicht in Form eines Jungteams, wie kann eine dauerhafte Finanzierung der NADA sichergestellt werden, ohne das nun erlebte jahrelange Tauziehen zwischen den Verbänden und der NADA? Wie kann es gelingen, an der Stelle eine vernünftige Basis zu schaffen, weil Frau Dr. Gotzmann und Herr Motzhiefer Wichtigeres zu tun haben, als mit unseren Verbänden oder mit uns im regelmäßigen Turnus über die letzten 10 oder 100.000er zu diskutieren. Ich sage aber explizit und abschließend nochmal, kein sowohl als auch oder ein Jungteam, sondern es sind für uns zwei Themen, über die es sich lohnt, einfach grundsätzlich zu reden und eventuelle Verbesserungen umzusetzen, um die so viel diskutierte Unabhängigkeit der Kontrollbehörden auf Weltebene wie auch auf nationaler Ebene umzusetzen. Vielen Dank. Wir kommen zum ersten Einzelsachverständigen. Das wäre Johannes Herber für die Athleten. Bitte schön, Herr Herber. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des Präsidiums von Athleten Deutschland und auch im Namen unserer Mitglieder herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, dass wir heute zu diesem wichtigen Thema Stellung nehmen können. Wie Sie wissen, räumen die Athletinnen und Athleten im Kampf gegen Doping höchste Priorität ein. Sie unterwerfen sich strikten Regeln, sie lassen große Eingriffe in ihre Privatsphäre geschehen und sie haben auch, ich würde sagen, zähneknirschend die Einführung des Anti-Doping-Gesetzes 2015 akzeptiert. Es gab damals einige Bedenken und diese Bedenken waren unter anderem die mengenunabhängige Besitzstrafbarkeit. Da gab es Sorgen unter den Athleten, dass sie durch persönliche Fehler oder vielleicht Fehler des Umfeldes eines verschreibenden Arztes verbotene Medikamente versehentlich einnehmen und sich dadurch strafbar machen. Es gab Bedenken bezüglich dem Umgang mit personenbezogenen Daten und außerdem bezüglich der Klausel zur Schiedsgerichtsbarkeit, da, wie Sie wissen, Anti-Doping-Angelegenheiten final vor dem CAS verhandelt werden und die Athletinnen und Athleten der Auffassung waren, dass der CAS in puncto Fairness, Transparenz und Unabhängigkeit noch weiterer Reformen bedarf. Es wurden im Zuge des Verfahrens aber auch Erwartungen formuliert und dazu gehörte die Erwartung, dass eine effektive Zusammenarbeit zwischen der NADA und den staatlichen Ermittlungsbehörden dadurch ermöglicht werde und somit die Möglichkeit geschaffen wird, Netzwerke aufzudecken und zu beseitigen und Hintermänner entsprechend zu bestrafen, wie der Fall die Operation Adalas zeigte, hat sich das bewährt. Und eine weitere Erwartung, die die Athleten
und Athletinnen damals stellten, war, dass auch der Gesetzgeber und der DOSB sich stärker international dafür einsetzen würden, dass der WADA-Code strikter umgesetzt würde. Denn was nutzt ein starkes Instrument auf nationaler Ebene, wenn international nicht die Chancengleichheit gewahrt werden kann? Nachdem das Gesetz nun einige Jahre in Kraft ist, ziehen wir eine positive Bilanz. Wenn man den Schilderungen der NADA und der Staatsanwaltschaft auch in München Glauben schenken darf, besteht hier ein guter Austausch. Die Zusammenarbeit funktioniert und wir glauben, damit in Zukunft ähnliche Fälle wie in Erfurt aufgedeckt werden können, bedarf es ausreichender Kapazitäten und Expertise seitens der Ermittlungsbehörden und halten es deshalb für sinnvoll, auch weitere Schwerpunktstaatsanwaltschaften zur Bekämpfung von Doping einzurichten. Der Fall hat auch nochmals gezeigt, dass das Umfeld der Sportler eine entscheidende Rolle in Dopingfällen spielt. Wir empfehlen deshalb, dass geprüft wird, wie man zumindest vorübergehende Berufsverbote auch für Betreuer, Ärzte und Trainer aussprechen kann. Denn wir glauben, dass solche Leute im Sport nichts zu suchen haben und wir müssen die Sportlerinnen und Sportler vor ihnen schützen. Zu den Ergänzungen möchten wir Folgendes beisteuern. Wie auch schon der DOSB angesprochen hat, fänden wir es wünschenswert, wenn das Gesetz seinen Adressatenkreis näher definieren würde. Und auch hier beziehe ich mich auf § 2 Absatz 7 Nummer 2 des Gesetzes. Dass die Rede von den Athleten mit Einnahmen erheblichen Umfangs. Unserer Ansicht nach müsste das genauer bestimmt werden. Und zweitens, und für den heutigen Tag umso wichtiger, möchten wir uns für die Einführung der Kronzeugenregelung aussprechen. Wir glauben, dass die Aussicht auf etwaige Strafmilderung oder sogar Straffreiheit Athletinnen oder Athleten, die gedopt haben, durchaus dazu bringen könnte, auszusagen und Mittäter zu identifizieren und den Behörden weitere Einblicke in die Methoden und Herangehensweisen von Dopern und auch ihrem Umfeld zu ermöglichen. Wichtig finden wir in diesem Zusammenhang, dass diese Kronzeugen dann auch adäquat geschützt werden. Zusätzlich halten wir es für unumgänglich, dass neben der Kronzeugenregelung Hinweisgebersysteme weiter ausgebaut werden. Whistleblower haben sich als unheimlich wertvoll bei der Aufklärung von Anti-Doping-Fällen, von Dopingfällen erwiesen. Und wir begrüßen deshalb auch ausdrücklich Sprich es an, das entwickelte System der NADA und auch die Initiative der NADA, deutschlandweit ein einheitliches Hinweisgebersystem zu etablieren. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Herber. Und jetzt Herr Oberstaatsanwalt Gräber, bitte schön. Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Möglichkeit, hier zum Anti-Doping-Gesetz aus Sicht des Rechtsanwenders, des Praktikers vortragen zu dürfen. In der täglichen Arbeit haben wir natürlich sehr viel mit dem Anti-Doping-Gesetz zu tun und wissen und erfahren, was das Anti-Doping-Gesetz kann, was es nicht kann. Und es kann sehr viel. Insofern halten auch wir das Anti-Doping-Gesetz für ein gutes Gesetz, das aber in gewissen Bereichen durchaus verbesserungswürdig erscheint. Zunächst möchte ich kurz ausführen, warum ich denke, dass das Anti-Doping-Gesetz ein gutes Gesetz ist. Wir haben eine Vorverlagerung der Strafbarkeit im Bereich des Handels erreicht. Das Handeltreiben verlagert die Strafbarkeit gegenüber dem alten Inverkehrbringen ins Vorfeld. Ist also auch verbales Handeltreiben, Angleichung ans Betäubungsmittelrecht übernommen worden. Wir haben eine uneingeschränkte Besitzstrafbarkeit für die Spitzensportler. Deshalb für uns die Problematik des Anfangsverdachtes bei strafprozessualen Maßnahmen entschärft. Anti-Doping-Gesetz hat die Dopingmethoden ins Gesetz eingeführt. Das war unter Gesichtspunkten des alten AMG schwierig, insbesondere jetzt bei Operation Aderlass, was man gesehen hat, mit dem Blutdoping zu greifen, Blut als Stoff oder als Arzneimittel zu subsumieren. Dass die Verbrechenstatbestände hier jetzt, also das gewerbsmäßige Handeltreiben zu einem Verbrechenstatbestand erhoben worden ist mit der Mindeststrafe von einem Jahr, ist gut mit den Verjährungsregelungen. Wir haben also längere Verjährungsfristen. Auch das hat die Operation Aderlass gezeigt, dass wir ja jetzt in Taten aus 2013, 2014 zu tun haben, die wir leider nicht weiter verfolgen können, weil es unter dem Geltungsbereich des AMG noch fällt. Hätte es damals diese Verjährungsregelung, die das Anti-Doping-Gesetz jetzt hat, gegeben, konnten wir also noch weiter in die Vergangenheit. Der Arzt hat ja bekanntlich wohl 2011, 2012 schon angefangen. All das könnten wir weiter verfolgen,
wenn es damals die Regelung schon gegeben hat. Es gibt aber auch, was die Arbeit zeigt, ein paar Mängel im Anti-Doping-Gesetz, die vielleicht behoben werden könnten. Wesentlicher Punkt ist hier die Kronzeugenregelung. Auch wir plädieren für die Einführung einer Kronzeugenregelung, und zwar konkret für den Sportler. Im Strafgesetzbuch ist ja bereits eine Kronzeugenregelung für den Händler verankert. Das ist in meinen Augen eine große Ungerechtigkeit. Derjenige, der die schwere Strafe droht, kann sich durch seine Angaben freikaufen. Der Sportler soll es nicht tun. Das halte ich für nicht nachvollziehbar und ungerecht. Auch das ist ein Punkt, der die Operation Adalas aufgezeigt hat, wobei hier ganz kurz nur aufgezeigt werden soll, dass das ja eigentlich nicht der typische Fall der Kronzeugenregelung war. Der österreichische Skilangläufer Dürre, der damals ja ausgesagt hat, war ja kein Kronzeuge in dem Sinn, weil ihm ja gar keine Strafe drohte. Also er war wegen dieser Taten, die er damals angegeben hat, 2013, 2014, gab es die Strafbarkeit für den Sportler noch nicht, sodass also er nicht der Kronzeuge in dem Sinne der Kronzeugenregelung ist, wie man es da geregelt haben will. Man muss auch bei der Kronzeugenregelung auch sich überlegen, wo setzt man an, was ist die Aufklärungshilfe, die der Sportler bringen muss. Ein ernsthaftes Bemühen wird sicher nicht ausreichen, weil man ein solches ja auch nicht subjektiv nachprüfen kann. Also denke ich mal schon einen gewissen objektiven Ermittlungserfolg fordern, um dann zu irgendeiner Strafmilderung oder Straflosigkeit zu bekommen. Das ist sicher der zentrale Punkt, der hier im Anti-Doping-Gesetz verbesserungswürdig erscheint. Aber es gibt noch einen weiteren sehr, sehr wichtigen Punkt, der in meinen Augen eine große Rolle spielt, auch für die Signalwirkung des Gesetzes nach außen. Wir haben Strafrahmen für die Besitzstrafbarkeit beim Spitzensportler von Geldstrafe bis Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren, beim Breitensportler für Geldstrafe bis Freiheitsstrafe von 3 Jahren. Das ist einfach eine Strafe, die in etwa einer tätlichen Beleidigung im normalen Strafrecht entspricht. Wenn wir ein Signal senden wollen, dass hier Strafverfolgung erfolgen soll, ein Strafinteresse vorliegt, müsste man diesen Strafrahmen auf Geldstrafe bis Freiheitsstrafe 5 Jahre auf alle Fälle anheben. Es kann nicht sein, dass die Delikte, von denen hier die Rede ist, dass sie in etwa so verfolgt werden wie ein Ladendiebstahl. Also insofern muss ein klares Signal gesendet werden, dass hier höhere Strafen auch im Strafrahmen ausgesprochen werden. Und ich finde, dass hier die Privilegierung des Spitzensportlers gegenüber dem normalen Sportler korrigiert werden muss. Wir haben beim Spitzensportler Höchststrafe von 2 Jahren, der normale Sportler bis 3 Jahre. Wir haben eine nicht geringe Menge des Breitensportlers, die, finde ich, überflüssig ist, wenn man auch die Gesundheit des Sportlers damit einbezieht, weil warum soll der Breitensportler jetzt weniger schutzwürdig sein? Dem gesteht man zu, eine nicht geringe Menge zu besitzen, und der Spitzensportler dann nicht. Also ich finde, wenn diese Punkte, und wie gesagt, einen Punkt noch ganz kurz, auch ich finde, der Begriff der persönliche Anwendungsbereich müsste korrigiert werden. Es müsste hier ein Kriterium geschaffen werden, dass man diese Abgrenzung erhebliche Einnahmen beim Sport besser definieren kann. In Betracht käme da vielleicht die Pfändungsfallgrenze oder das Durchschnittsnettoeinkommen, dass man da eine größere Sicherheit erzielen kann. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Gräber. Das Wort geht an Herrn Weikert. Bitte sehr. Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Ja, von meiner Seite aus herzlichen Dank für die Einladung, dass aus Sicht eines Sportverbandes geschildert werden kann, wie sich das Anti-Doping-Gesetz bewährt hat. Mein damaliger Verband, der Deutsche Tischtennisbund, hatte sich zusammen mit einigen wenigen anderen Verbänden vehement für die Einführung eines Anti-Doping-Gesetzes stark gemacht, das ja dann auch im Jahr 2015 gekommen ist. Insoweit war bereits der Erlass dieses Gesetzes für mich und für andere ein Erfolg. Und es ist ja auch schon ausgeführt worden, das Gesetz hat sehr gute positive Einsätze, es ist ja ein gutes Gesetz. Aber es gibt eben auch, nachdem man 4 Jahre festgestellt hat, wie man mit diesem Gesetz arbeitet, Mängel oder Unzulänglichkeiten. Und eines vielleicht die wichtigste Unzulänglichkeit ist das Fehlen einer Kronzeugenregelung. Wir haben diese Kronzeugenregelung unter anderem im Betäubungsmittelgesetz. Die Strukturen sind durchaus ähnlich. Und das zeigt, dass sich ein wirksamer Kampf gegen Doping nur mit einer entsprechenden Aufklärung der möglichen Täter selbst zukünftig leisten wird. Die Adalas
wie wir das schon mehrfach heute gehört haben, zeigt das deutlich. Meines Erachtens darf die Belohnung des Sportlers oder des Täters nicht von, verzeihen Sie das Wort, Zufälligkeiten in einem Strafprozess abhängen. Selbstverständlich sind Geständnisse oder Aufklärungsarbeiten, wie auch immer, im Rahmen eines Strafprozesses strafmildernd zu berücksichtigen. Aber ich bezweifle, dass das ohne eine konkrete Kronzeugenregelung geht. Ich bezweifle auch, dass ohne die Einführung von weiteren Schwerpunktstaatsanwaltschaften, also diejenigen, die speziell mit dem Anti-Doping-Gesetz und dem Doping arbeiten, dass das von Vorteil ist. Ich plädiere eindringlich dafür, das zu tun und weitere Schwerpunktstaatsanwaltschaften einzuführen. Ich plädiere auch dafür, die Arbeit mit Dopingstraftaten von den Anführungszeichen normalen Kammern bei Gericht wegzunehmen. Es gibt mehrere Beispiele, dass die Tätigkeit mit speziellen Gesetzen, ich nehme jetzt zum Beispiel das Kartellrecht, von Vorteil ist, wenn diejenigen Personen, die täglich mit diesen Dingen zu tun haben, eben auch täglich bessere Urteile fällen und besser mit den Dingen umgehen können. Meines Erachtens bedarf es, auch das wurde mehrfach heute schon gesagt, einer besseren Abstimmung zwischen der sportrechtlichen Seite und der strafrechtlichen Seite. Darüber hinaus plädiere ich auch dafür, dass der Strafrahmen für das Selbstdoping erhöht werden muss. Er ist einfach zu gering, denn wenn man diese Taten so bestraft wie einen einfachen Ladendiebstahl oder eine Beleidigung, kann das kein Anreiz sein für einen Kronzeugen, wenn man diese Regelung einführt, dass die in irgendeiner Weise wirksam ist. Und präventiv und flankierend, und dann komme ich zum Whistleblower, muss ein besserer Schutz gegeben und gewährleistet sein. Wir wissen alle, dass Whistleblower in der heutigen Zeit oft noch als Nestbeschmutzer angesehen werden. Auch das kann im Ergebnis als Kronzeuge, wenn ich den strafrechtlich sehe, nur durch die Arbeit bei der Staatsanwaltschaft erfolgen, aber eben sportrechtlich muss auch der Schutz besser gewährleistet sein. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Weikert. Und wir kommen zu Herrn Professor Dr. Jacquet. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung. Ich spreche hier als Rechtsanwalt, der Athleten in verschiedenen Dopingverdachtsfällen vertreten hat und vertritt, sei es vor den Sportgerichten oder seit Inkrafttreten des Anti-Doping-Gesetzes auch gegenüber den Staatsanwaltschaften. Aber ich gebe Ihnen meinen Standpunkt auch als Richter in Dopingsachen beim DIS-Sportschiedsgericht und als Anti-Doping-Beauftragter eines Landesverbandes. In diesem kurzen Statement darf ich mich auf zwei Punkte konzentrieren. Erstens, und wie schon meine Vorredner es gesagt haben, spreche auch ich mich für die Einrichtung weiterer Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Verstöße gegen das Anti-Doping-Gesetz aus. Geschulte und spezialisierte Ermittler können schnell, effizient und zielgerichtet handeln. Der Staatsanwalt bei einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft Anti-Doping ist aufgrund seiner Expertise zudem auch der geeignetere Ansprechpartner für einen Athleten, der sein internes Wissen über die eigenen Helfer und Hintermänner oder über Dopingverstöße anderer Beteiligter im Anwendungsbereich einer Kronzeugenregelung preisgeben möchte. Und das führt zu meinem zweiten Punkt. Die Kronzeugenregelung des 46b Strafgesetzbuch ist für den sich selbst dopenden Sportler nicht anwendbar. Hintermänner hingegen, also zum Beispiel Ärzte, Apotheker, können sich mittels dieser Norm, wie es auch schon die Vorredner ausgeführt haben, freikaufen. Derzeit fehlt somit eine für den Spitzensport effektive Möglichkeit, das Netzwerk bzw. Helfer des sich dopenden Sportlers ebenso wie sich dopende andere Sportler zu überführen. Dies betrifft sowohl die Aufklärungshilfe des Doping-Kronzeugen bezüglich des Lebenssachverhaltes seiner eigenen Tat als auch die Preisgabe seines Wissens zu anderen oder künftigen Verstößen Dritter gegen Strafvorschriften des Anti-Doping-Gesetzes, was für die Dopingbekämpfung mindestens ebenso relevant ist. Ein Blick in die Praxis des Betäubungsmittelstrafrechts. Dort kommt der Aufklärungshilfe des 31 BTMG, das ist die dortige Kronzeugenregelung, erhebliche Bedeutung zu. Diese Norm erfasst zudem auch Täter und Taten der einfachen Drogenkriminalität,
die ansonsten nur schwer, wenn überhaupt, zu ermitteln wären. Zurück zum Doping. Zur Steigerung der Wirksamkeit und Effizienz des Anti-Doping-Gesetzes bedarf es Anreize zur Offenlegung von Insiderwissen des gedopten Sportlers, insbesondere zu Hintermännern, Ärzte, Trainer, Apotheker, aber auch bezüglich der Dopingpraktiken anderer Sportler. Es ist allerdings eine sichere Erfahrungstatsache, dass derjenige, der Strukturen organisierter Kriminalität aufdeckt bzw. dabei unterstützt, gefährlich lebt, nämlich spätestens dann, wenn seine Mitwirkung in der Aufklärung bekannt wird. Der Sportler, der andere belastet, ist unter Umständen gravierenden Repressalien ausgesetzt für sich und seine Familie. Herausragend wichtig ist daher ein effektiver Schutz des Kronzeugen als Hinweisgeber. Die erforderliche geschützte Aussage eines des Selbstdoping nach 3 Antidopinggesetz beschuldigten aktiven Sportlers ist nicht bei der NADA oder der WADA, sondern nur bei der Staatsanwaltschaft möglich. Genau dazu bedarf es einer flankierenden Kronzeugenregelung im Antidopinggesetz, die darüber hinaus, weil sie für die Hintermänner die Gefahr einer diese überführenden Aussage deutlich erhöht, einen präventiven Effekt hätte. Die Signalwirkung, die von einer gesetzlich verankerten Kronzeugenregelung ausginge, ist meines Erachtens erheblich. Hintermänner und andere Sportler müssten künftig damit rechnen, dass ihre Tat bzw. Dopingpraktik von einem aussagebereiten Kronzeugen gegenüber der Staatsanwaltschaft aufgedeckt wird. Die Furcht vor möglichen Aussagen des Kronzeugen, der Mitglied eines Dopingnetzwerks ist, wird abschrecken und kann damit auch Straftaten verhindern. Sinnvoll und für die künftige Praxis tauglich wäre folgende Handhabung, die mit der Implementierung einer Kronzeugenregelung im Antidopinggesetz einherginge, ja diese auch voraussetzt. Für den noch aktiven Spitzensportler steht weniger die mögliche Strafe nach dem Antidopinggesetz, sondern die ihm drohende oder bereits bestehende sportrechtliche Sperre im Blick. Ein aktiver Sportler wird sein internes zur Aufdeckung einer Dopingtat oder eines ganzen Netzwerks führendes Wissen nur dann gegenüber der idealerweise Schwerpunktstaatsanwaltschaft preisgeben, wenn der Sportler neben dem Absehen oder der Milderung einer Strafe nach dem Antidopinggesetz im Gegenzug gegebenenfalls nach Verifizierung seiner Aussagen durch die ermittelnden Staatsanwaltschaften die Herabsetzung oder Aufhebung seiner sportrechtlichen Sperre oder Suspendierung durch die zuständige Anti-Doping-Organisation zugesagt bekommt. Die Aussage des Sportlers erfolgt auf der Grundlage einer im Anti-Doping-Gesetz noch zu verankernden Kronzeugenregelung gegenüber der zuständigen Staatsanwaltschaft, weil vor allem nur dort ein umfassender Zeugenschutz sichergestellt ist und Aussagen gegenüber sonstigen Dritten, zum Beispiel auch NADA oder WADA, die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden, die dann oftmals auch international kooperieren müssen, gefährden würde. Und der letzte Punkt, § 8 Antidopinggesetz ermöglicht schon heute die disziplinarrechtliche Maßnahmen im Rahmen des Dopingkontrollsystems einen Informationsaustausch zwischen Staatsanwaltschaft, staatlichen Gerichten und der NADA. Die erforderliche Synchronisierung zwischen der erfolgten Kronzeugenaussage des Sportlers bei der Staatsanwaltschaft und der im Gegenzug seitens der NADA zu veranlassenden Herabsetzung oder Aufhebung einer Sperre bzw. Suspendierung, etwa in einem Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut, wäre somit hinreichend gesetzlich abgesichert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank. Und das Wort geht jetzt an die Einzelsachverständige Frau Claudia Lepping. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung. Ich nehme an, ich bin deshalb eingeladen worden, weil ich damals involviert war in den vermutlich ersten Prozess in einem Dopingverfahren, in dem ein deutscher Dopingtrainer im Sinne der Kronzeugenregelung vollumfänglich ausgesagt hat und damit ein milderes Strafmaß bekommen hat. Zudem spielt auch die Rolle des Whistleblowers da eine Rolle. Um Ihnen einen Einblick zu gewähren, ich schließe mir Herrn Gräber an und beanspruche eine gewisse Praktikersicht, wollte ich Ihnen gerne die Fallkonstellation damals aus Athletensicht darstellen. Es war ein geschlossenes Dopingsystem in einem Verein mit 8 Sprinterinnen, also 2 Staffeln. Das erste Ziel war, die Weltklasse im Frauensprint zu erreichen und die konkurrierenden Vereine letztlich zu deklassieren. Das zweite Ziel war, dass der Verein Cheftrainer Heinz-Jochen Spilker Bundestrainer wird und sich den Einfluss auf die Verbandsführung mitzusichern. Die Sprinterinnenzelle, so nannte sich das in Hamm, war mit einer begleitenden beruflichen Ausbildung unterlegt, um auch die Attraktivität zu erhöhen. Der Cheftrainer besorgte die Dopingmittel selbst, vergibt sie dann auch an eigene Athletinnen und an den Co-Trainer Jörg Hinzel, der spätere Kronzeuge, der die wiederum an die Trainingsgruppe ausgehändigt hat. Der Sportmediziner Klümper diente als Supervisor.
Und sämtliche Co-Trainer in dem Verein hatten konkrete Fristen und Leistungsvorgaben zu erfüllen, bis ihre Verträge und Honorare letztlich verhandelt und verlängert wurden. Herr Spilker besorgte die Sponsoren und die Kontakte zu Ausrüstern und befand natürlich als Bundestrainer letztlich auch über die Bundeskaderzugehörigkeit. Die Dosierung der leistungssteigernden, hochvermännlichenden Mitteln erfolgte nach Stoppuhr, nach Norm und nach Wettkampfplanung. Die Athletinnen, da lohnt sich ein besonderer Blick auf deren Rolle. Es waren mindestens 6 Athletinnen, die im Alter von 19 bis 24 Jahren in stark vermännlichendes Hormondoping zum Ziele der Leistungssteigerung eingewilligt haben und über Jahre den deutschen Frauensprint über 100, 200 und 400 Meter auch dominiert haben. Die Namen sind bekannt, die Berichterstattung ist vor allem im Spiegel darüber erfolgt. Die 7. Athletin, das war die Lebensgefährtin von Herrn Spilker, lief, Zitat, auch nicht nur mit Wasser, das war seine eigene Aussage, wurde aber nie dokumentiert oder nie überführt in Sachen Doping. Die 8. Athletin im Bunde war ich und ich lehnte das Ganze ab. Es war ein ausgesprochen hartes Doping in den Trainingsgruppen mit enormen Leistungssteigerungen. Es gab tolle Erfolge, 400-Meter-Weltmeisterschaften, mehrere EM-zweite Plätze, einen sogenannten Vereinsstaffel-Hallen-Weltrekord über 4x200 Meter. Der ist nie anerkannt worden, aber es gehörte zur Reputation, sich das auch ans Revers zu heften. Verstörend waren wirklich die unmittelbaren Folgen des Dopings, weil die nämlich in körperlicher und psychischer Sicht erkennbar waren. Nichtsdestotrotz, also es gab Lebererkrankungen, Herz, die primären Geschlechtsorgane waren sämtlich betroffen. Das alle stand auch im Zusammenhang mit den Dopingmitteln, das wurde ganz offen benannt. Die Trainer waren auch betroffen, das macht ja niemand absichtlich. Aber es war eben alles heruntergespielt und besonderes Drama hatte eben die Sportlerin Helga Arendt zu erleiden, die leider heute auch nicht mehr unter uns weilt. Die Stimmung in den Trainingsgruppen galt die wie am Lagerfeuer. Also es war wirklich eine verschworene Truppe. Es war eine klare Risikobereitschaft, es war eine klare Zielstellung, nämlich maximaler Erfolg, aber auch ein klares Unrechtsbewusstsein, aber eben Gewissheit, dass die Schutzmechanismen funktionieren würden, indem der Deutsche Leichtathletikverband beispielsweise rechtzeitig über Kontrolltermine informierte, sodass die Mittel nicht mehr nachweisbar waren, dass es eine deutlich formulierte und erkennbare dopingfördernde Haltung in der Verbandsspitze gab und ganz relevant die väterlich-fürsorgliche Ermunterung durch das Verhalten von Klümpers, wenn dort regelmäßige medizinische Untersuchungen und Behandlungen stattfanden. Ich nenne das mal gelernter Dopingalltag oder gelernte Dopingpraxis. Es waren also sehr geklärte Verhältnisse und Rollenzuschreibungen, ein sehr überschaubares, nämlich geringes Risiko aufzufliegen, weil einfach zu viele Akteure gewinnbringend beteiligt waren. Es gab keinen Zweifel daran, dass es eine multiple konspirative Absicherung war. Und der Umgang mit Hinweisgebern, in dem Sinne mit mir, nur davon kann ich jetzt lebhaft berichten. Ich habe den DLV darüber informiert und habe eine ausweichende Antwort bekommen. Es handelt sich wohl um ein Missverständnis. Ich habe bei deutschen Jugendmeisterschaften mit selbstgemachten Anti-Doping-Aufklärungsmaterialien einen Stand errichtet, wurde gebeten, doch bitte die Veranstaltung zu verlassen. Habe bei einer Pressekonferenz bei den deutschen Meisterschaften danach gefragt, warum es niemanden schert, wenn sich eine Athletin an den Verband wendet und über Dopingmethoden aussagen möchte. Kurzum, es hatte keinen Erfolg. Daraufhin kam es eben zu einer Anzeige und zu einer Anklage vor dem Amtsgericht. Und die Fallkonstellation dort war eben eine Hinweisgeberin und ein überzeugter Co-Trainer. Nein, ich konnte den Co-Trainer als Grundzeugen letztlich gewinnen. Es gab ein Ermittlungsverfahren, Anklageerhebung, Eröffnung, Hauptverfahren, Hauptverhandlung. Und am Ende stand die Verurteilung von Heinz-Jochen Spilker und eben Kinzel. Es ging auch damals um nicht zugelassene Medikamente. Insofern wurde nur wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz bestraft und nicht in Dopingvergehen. Und insofern würde ich heute dafür plädieren, lassen Sie uns gerne über Grundzeugenregelung sprechen. Es darf aber eben nicht so weit gehen, dass das die begangene Schuld damit unerheblich wird. Und man sollte sich überlegen, Bestleistungen schlicht zu annullieren. Und darf ich ein bisschen auf die Zeit zu schauen? Ja, genau. Und endlich vielleicht auch die Approbationsfrage zu stellen bei dopenden Medizinern. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Bevor wir in die Fragerunde kommen, möchte ich ein paar allgemeine Hinweise geben. Diese Anhörung heute ist nicht die Evaluierung des Anti-Doping-Gesetzes. Das ist ein erster Schritt. Die eigentliche Evaluierung steht an im Jahr 2020. So haben wir uns bei Verabschiedung einvernehmlich vereinbart, dass nach 5 Jahren eine Evaluierung vorgenommen wird. Aber der Fachausschuss, das sind wir, hat gesagt, wir holen erste Stellungnahmen ein, wir sammeln Stimmen, die dann natürlich auch in die Entscheidungsfindung einfließen werden. Von daher nur zur Klarstellung für die, die vielleicht später im Online-Stream sich diese Anhörung anschauen. Es ist heute keine abschließende Entscheidungsfindung, sondern wirklich nur der erste Aufschlag. Wir kommen jetzt zur ersten vereinbarten Fragerunde. Und ich darf noch mal kurz das Prozedere sowohl für die Kolleginnen und Kollegen als auch für die Sachverständigen erläutern. Ich darf als erstes die Bitte an die Kolleginnen und Kollegen richten, zu jeder Frage auch den oder die Sachverständige zu benennen, an die die Frage gerichtet ist. Dann werden wir sofort im Anschluss an die Frage den oder die Sachverständige bitten, die Frage zu beantworten, bevor das Fragerecht zurück an die frageberechtigte Fraktion geht, solange der Zeitrahmen eingehalten wird. Für die Sachverständigen, die neu in unserer Runde sind, muss ich unbedingt darauf hinweisen, dass auch Ihre Antworten in die Zeit, die Sie oben verfolgen können, mit eingerechnet werden. Sollten also mehrere Sachverständige angesprochen sein und antworten, darf ich mit Rücksicht auf die anderen, die nach Ihnen kommen, Sie auch bitten, gelegentlich einen Blick oben auf die Uhr zu werfen. Zur Not werde ich Sie freundlich darauf hinweisen, aber ich denke, das Prozedere ist jetzt klar. Direktes Frage-Antwort-Spiel, bis das Kontingent der jeweiligen Fraktion erschöpft ist. Wir beginnen jetzt mit der Fraktion der CDU-CSU. 20 Minuten für Frage und Antworten. Und das Wort hat der Kollege Günzler. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch Dankeschön an die Sachverständigen für ihre Eingangsstellungnahmen. Und als Gesetzgeber nehmen wir natürlich auch gerne mal Lob an. Ich habe von allen vernommen, dass das Anti-Doping-Gesetz ein Erfolg ist. Das ist nicht bei allen Gesetzgebungsverfahren der Fall, die wir hier so beschließen. Und auch wenn die Umstände natürlich traurig sind, die zu so einem Gesetz letztendlich führen, zeigt es ja, dass die umfassende Diskussion, die wir im Jahre 2015 geführt haben, richtig waren und dass manche Skepsis zum Glück die nicht eingetreten ist, die damals vertreten wurde. Und die Frau Vorsitzende hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Evaluation stattfindet bis Ende 2020. Und von daher, aber für uns ist wichtig auch, darum haben wir auch als Fraktion schon ein internes Fachgespräch dazu mal geführt, Dinge aufzunehmen. Ein Fraktionsvorsitzender nennt das immer After-Sales-Service, dass wir also gucken, wie die Dinge sich entwickeln. Und ich würde für unsere Fraktion sagen, wir halten uns auch offen, gemeinsam mit anderen Partnern, die wir natürlich für eine Mehrheit brauchen, auch Dinge, die vielleicht anstehen, auch vorher zu ändern, wenn es sich so klar aufzeigt. Einen Hinweis noch, Sie haben alle, glaube ich, auch das Thema der Schwerpunktstaatsanwaltschaften angesprochen. Da sind wir natürlich als Bund nicht unbedingt zuständig. Ich kann Sie nur ermutigen, auf Ihre einzelnen Bundesländer zugehen. Die Frau Vorsitzende hat das in Nordrhein-Westfalen gemacht. Ich habe das in Niedersachsen mit der zuständigen Justizministerin gemacht, in Zusammenarbeit mit Herrn Professor Scherke. Also von daher ermutige ich die Kollegen in den Bundesländern, aktiv zu werden und in den verschiedenen politischen Konstellationen auch tätig zu werden. Nun zu meiner ersten Frage, die ich an Herrn Gräber stellen würde oder werde. Es geht also unisono, Kronzeugenregelung sollte kommen, habe ich von allen vernommen. Ich habe gestern noch mit einem Juristen darüber gesprochen, der mich darauf hinwies, sagte, könnt ihr alles machen, ist gut. Aber so eine Kronzeugenregelung birgt auch Risiken in sich, indem es Leute gibt, die sich eben als Wichtigtuer darstellen, die einfach beschuldigen oder auch im Zweifelsfall dann, wenn es ernst wird im Prozess, ihre Aussage zurückziehen, also Umfaller sind, wie er das dann nannte. Können Sie das aus Ihrer Praxis bestätigen, Herr Gräber? Ist ja dann eine Abwägung, ob man es dann macht oder nicht macht. Dankeschön. Herr Gräber, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Natürlich, also in der Anti-Doping-Arbeit ist mangels Kronzeugen bis dato natürlich noch keine Erfahrung in der Praxis vorhanden. Aber aus der allgemeinen Praxis mit verdeckten Informanten, Vertraulichkeitspersonen ist schon so, dass man immer wieder beobachtet, dass man die Informationen, die da einem gegeben werden, auch mit Vorsicht umgehen muss. Es ist sicher in vielen Fällen auch Motive, die außerhalb der ordnungsgemäßen Strafverfolgung liegen, pekuniäres Interesse, familiäre Zwistigkeiten, sportlicher Wettbewerb möglicherweise. Also es gibt auch andere Möglichkeiten, die einen Zeugen veranlassen könnten, hier Aussagen zu machen. Das ist auch relativ schwierig, das von vornherein festzustellen. Wir müssen halt dann im Laufe der Ermittlungen dann abgeklopft werden, ob die Angaben, die dieser Zeuge dann macht, auch belastbar sind oder nicht. Aber so ein Risiko ist immer da und wird wahrscheinlich auch nicht auszuschließen sein. Dankeschön. Herr Kollege Günzler. Die gleiche Frage hätte ich dann an Herrn Wiesemann aus Ihrer Praxis heraus. Und Wiesemann, Entschuldigung. Ich habe Ihre Stellungnahme so verstanden, dass Sie zunächst eigentlich gegen eine Kronzeugenregelung gesprochen hatten. Was war das, die Erwartungshaltung? Ich kannte zwar Ihre Stellungnahme, wenn ich Ihre Eingangsbemerkung gesehen habe. Und dann haben Sie dann doch drei Punkte genannt, warum Sie doch eine Kronzeugenregelung bevorzugen würden. Könnten Sie das nochmal konkretisieren? Also ich glaube, von dem kriminalpolitischen Wert einer Kronzeugenregelung sind wir alle überzeugt. Ich habe lediglich darauf aufmerksam machen wollen, welche Abwägungen der Gesetzgeber dabei eine Rolle spielen muss. Ich habe mich nicht dagegen ausgesprochen, sondern ganz entschieden dafür. Und ich kann Ihnen aus der Praxis sagen, ich hätte gerne auf der einen Seite eine Kronzeugenregelung und auf der anderen Seite gerne auch den Zugang hier zur deutschen Staatsanwaltschaft gehabt, in einem Fall mit internationalem Bezug. Weil das Instrumentarium, das sowohl der Verteidigung wie auch der Staatsanwaltschaft zur Verfügung steht, also in das StPO, auch aus anderen Fachgebieten, zwischen Anwalt und Anklagebehörde ein relativ verlässliches Spiel ist. Da wissen alle miteinander umzugehen. Der Dreh- und Angelpunkt, so meine ich, ist tatsächlich der Zugang zu Informationen. Und das ist ein schwieriger Punkt. Ich löse das völlig von persönlicher Vorwerfbarkeit, auch bei den Ermittlungsautoritäten, einschließlich der WADA. Aber es ist häufig so, dass ich als Verteidiger eines Kronzeugen keinen Zugang zu den Informationen habe, die das Vorstellungsbild bei der Ermittlungsbehörde bestimmen. Das heißt, die bewerten die Angaben meines Kronzeugen als nicht hinreichend oder als unglaubwürdig, vermitteln mir allerdings nicht ihre eigenen Quellen und das entzieht sich völlig meiner eigenen Bewertung. Das Zweite ist, wenn ich den ersten Kontakt herstelle, zum Beispiel zu der WADA, es ist schwierig, so viele Informationen bereits preiszugeben, um sich für den Zugang in die Kronzeugenregelung zu qualifizieren, dass man eigentlich schon fast überlegt, ob man es denn den Schritt tatsächlich gehen darf, weil man seinen eigenen Mandanten tatsächlich belastet. Ich meine, dass gerade diese spezifische Frage der Preisgabe und der Bewertung von Informationen in die StPO gehört und damit auch tatsächlich in die Staatsanwaltschaft und in eine gesetzliche Kronzeugenregelung. Herzlichen Dank. Herr Kollege Steffel, bitte. Danke, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne Frau Götzmann und Herrn Hörmann mal ganz praktisch fragen. Also wenn ich das laienhaft, wir haben ja gehört, dass das Justizministerium bei der Kronzeugenregelung sehr zurückhaltend ist, weil sie das für andere Straftatbestände tendenziell vorsehen. Aber ich will das jetzt gar nicht juristisch bewerten, sondern bin auch kein Jurist. Jetzt geht ein Kronzeuge, der ja ein Sportler ist, der gedopt hat. Und da stellen wir diesen Fall mal, denn wenn er nicht gedopt hätte, wäre er ja kein Kronzeuge, sondern ein Zeuge, wenn ich es richtig verstehe. Jetzt geht er also zum Rechtsanwalt oder zum Staatsanwalt oder wem auch immer und macht eine vertrauliche Aussage, dass er gedopt hat und weiß, dass andere dopen und Netzwerke dahinter stehen, die das tun. Korrigieren Sie mich bitte, wenn ich das jetzt naiv falsch schildere. Jetzt ist meine Frage, wie gehen wir danach mit dem Sportler eigentlich um? Also der hat ja im gedopten Zustand an Wettkämpfen teilgenommen, möglicherweise Medaillen gewonnen etc. Ich würde das ganz gern ganz praktisch wissen. Also was tut Herr Präsident Hörmann, der Deutsche Olympische Sportbund? Was tut die Anti-Doping-Agentur? Die Staatsanwaltschaft, Herr Gräber, äußern Sie sich bitte, wenn ich was Falsches sage, würde ja dann nichts tun, weil das ein Kronzeuge ist. Und wenn die Kriterien erfüllt sind, wäre er juristisch straffrei. Ich sage das wieder, wenn ich es richtig verstehe. Korrigieren Sie mich bitte oder erklären Sie es mir. Wer beginnt? Herr Dr. Marzifer, bitte.
Ja, also bei uns ist es ja so, wir hatten ja eingangs gesagt, dass das Whistleblower-System, sprich es an, ist für uns die erste Anlaufstelle. Da könnten dann Athletinnen und Athleten zunächst anonym oder eben mit Klarnamennennung. Aber Whistleblower ist ja ein bisschen, wenn ich da kurz ein, was anderes. Denn der kann ja jemand sein, der nicht selber gedopt hat. Bitte, wenn ich Falsches sage, korrigieren Sie mich. Wir sind alle heute hier, um von Ihrer Expertise zu lernen. Der Whistleblower sagt, ich habe da was gesehen, ich habe was mitbekommen, ich bin da zwar nicht beteiligt und ich will nicht öffentlich werden. Ich bitte darum, dass ich das anonym tun darf und möchte das bekannt machen. Beim Kronzeugen reden wir ja von jemandem, der selber sich schuldig gemacht hat und auf Strafminderung mindestens mal durch die Kronzeugenaussage hofft. Okay. Herr Matzefer, bitte schön. Ich wollte es nur kurz mit zwei Sätzen herleiten, wie wir ein Tool schaffen, um es zu kanalisieren. Weil jeder kann natürlich jederzeit auf uns zukommen und diese Dinge, die Sie gerade geschildert haben, äußern. Dann wären wir auch erstmal so in der Situation als private Organisation, dass wir einen Schutzmechanismus nur dadurch herstellen können, indem wir relativ zügig mit den Kollegen der Schwerpunktstaatsanwaltschaft in München, in Freiburg oder in Zweibrücken Kontakt treten würden, um zu gucken, wie wir helfen können. Weil im Moment können wir das, und da gebe ich den Kollegen, die den NADA und WADA-Code letztlich darstellen, recht, können wir keinen effektiven Schutzmechanismus für Kronzeugen darstellen. Dafür brauchen wir den Gesetzgeber oder jetzt auch im Rahmen der Welt-Anti-Doping-Codes Revision klarere Vorgaben der Welt-Anti-Doping-Agentur. Im Moment können wir nur durch die Hilfestellung von Polizei, Staatsanwaltschaften vermitteln, weil im Sportrecht selber können wir die Namen aus Akten oder dergleichen im Moment nicht raushalten. Meine Frage war, wenn wir es hätten, was wäre dann? Ich gehe davon aus, dass wenn Mechanismen dastehen, die NADA oder die Sportverbände in die Situation bringen, entsprechende Schutzmechanismen darzustellen, in Klammern im Moment sehe ich sie nicht. Wenn wir sie hätten, dann wäre die Möglichkeit da, gegebenenfalls Akten entsprechend so darzustellen, dass Namen geschützt werden, dass Athleten geschützt werden. Aber wir können im Endeffekt nicht die gleichen Maßnahmen durchführen wie Staatsanwaltschaften. Ich bleibe da jetzt gerne penetrant mit der Bitte um Entschuldigung. Das bedeutet aber, dass der Sportler ja im gedopten Zustand an Wettkämpfen teilgenommen hat, er juristisch strafmildernd oder straffrei behandelt würde. Und was passiert sportrechtlich? Behält er seine Medaillen? Kann er weiter, möglicherweise ist er ja immer noch durch Doping in Vorzügen, kann er weiter an Wettkämpfen teilnehmen oder nicht? Was macht der DOSB, was macht der Verband? Oder macht der Deutsche Bundestag ein Gesetz, was dann heißt, auch Sie haben den freizusprechen, was ich mir übrigens schwerlich vorstellen könnte, aber ich will es nur angesprochen haben. Und der Kass wird sich nicht nach unseren Gesetzen, befürchte ich mal, richten. Herr Matzefer, bitte. Ganz kurz. Ein gedopter Sportler, der muss nach dem, oder wird im Moment nach dem Regelwerk dann auch gesperrt. Der wird suspendiert, der wird gesperrt, der wird abgeurteilt im sportrechtlichen Verfahren. Und darüber reden wir ja jetzt. Wie kriegen wir in diesem Verfahren, diesem sportrechtlichen Verfahren, die Möglichkeit hin, durch gegebenenfalls eine Kronzeugenregelung oder Kronzeugensituation eine Reduzierung oder eine Straffreiheit zu erreichen? Und die können wir im Moment im sportrechtlichen System nicht darstellen. Also auf den Punkt gebracht, ein Athlet, der zu uns kommt und sagt, er hat gedopt, würde zunächst erstmal, wir sehen es beim Fall Dürr, der wurde lebenslang gesperrt, wir sehen es beim Stepan noch was, die werden erstmal gesperrt. Sportrechtlich. Die weiteren Fragen von Herrn Steffel haben sich an den DOSB gerichtet. Wer antwortet? Herr Hörmann, bitte schön. Ich würde das übernehmen. Herr Steffel, Sie sprechen damit genau die Frage aus, die uns beim Erlass oder bei der Umsetzung des damaligen Gesetzes so stark und intensiv beschäftigt hat, nämlich eine gewisse, in Anführungszeichen, Konkurrenzsituation der beiden Systeme und die Frage, wie befruchtet gegebenenfalls oder beeinflusst das, was auf staatlicher Ebene passiert, im Sinne der Sanktionierung oder dem Gegenteil, den Teil des Sportrechtlichen. Und wenn Sie mich fragen, wie bewertet es der DOSB aus heutiger Sicht? Ich habe das mehrfach in Stellungnahmen für uns formuliert. Wir können den Fall bis heute nicht beurteilen, weil es ihn in der Praxis in dieser Form im Spitzensport, müssen wir jetzt unterscheiden, nach unserem Kenntnisstand noch nicht gab. Die Frage, was passiert auf der Ebene des DOSB oder auf der Ebene der Verbände, da spielt jetzt die entscheidende Rolle, kommt derjenige, der sich outet, bei uns in den Verbänden an oder wendet er sich an NADA oder wen auch immer von außen? Wenn er bei uns ankommt, ist die sonnenklare Logik, dass wir das Thema auf der Stelle bei der NADA anzeigen würden, entsprechende Meldung machen und das Verfahren auf den Weg bringen.
Wenn er an anderer Stelle aufschlägt, dann haben wir in den Verbänden in aller Regel als relativ letzte die Information dazu. Das ist jetzt keinerlei Kritik, sondern nur sachliche und zeitliche Einordnung. Also da ist ja dann sozusagen die Nada im Lied. Wir im DOSB oder in den Fachverbänden sind an der Stelle dann schlichtweg im Moment in der Zuschauer- und Abwarteposition im Sinne von, wann erfolgen die entsprechenden Sanktionen auf der sportlichen Ebene und kommen dann ins Spiel, wenn in irgendeiner Form die endgültige Bestrafung, die endgültige Klärung des Sachverhalts da ist, weil es dann um die Frage geht, nehmen wir Olympische Spiele, Rückforderung der Entsendekosten, um ein typisches Beispiel zu nehmen, oder weitergehende Regressforderungen, die dann im Sportsystem umgesetzt werden. Herr Steffel, eine Nachfrage. Ich will da gerne noch mal doch penetrant bleiben. Also wir unterstellen jetzt mal den Fall, ein Sportler kommt nach 7 Jahren und sagt, ich habe damals gedopt. Er geht zur Staatsanwaltschaft oder er geht zu einem Rechtsanwalt seiner Wahl und möchte damit natürlich juristischen Kronzeugenschutz haben. Das heißt, der Sportler ist bekannt und gegen den Sportler wird trotz der Dinge, die er selber getan hat, nicht ermittelt. Das ist, korrigieren Sie mich bitte wieder, ja, das Ziel der Kronzeugenregelung aus Sicht des Sportlers. Jetzt würde dieser Vorgang bei der Staatsanwaltschaft ermittelt werden. Es wird also gegen den Arzt, gegen den Trainer, gegen alle möglichen Sportler im Umfeld ermittelt, aber nicht gegen den Kronzeugen selbst. Der Kronzeuge selbst hat aber Medaillen gewonnen im Zeitraum, in dem er zugegeben hat, als Kronzeuge gedopt zu haben. Jetzt ist meine Frage, verliert der Sportler diese Medaillen rückwirkend, wenn die Kriterien dafür erfüllt sind? Oder verliert er sie nicht? Oder wenn er noch aktiv ist, würde ich die Frage ergänzen, ist er gesperrt oder wird er gesperrt oder wird er nicht gesperrt? Ich will ja nur auf Folgendes hinaus. Wenn die Konsequenz für den Sportler ist, er ist öffentlich bekannt als Kronzeuge und als dopender Sportler, dann ist ja zumindest mal die sportliche Sanktion für ihn so schwerwiegend, dass er sich sehr genau überlegen würde, ob er als Kronzeuge in Erscheinung tritt. Oder, ich komme jetzt zum entscheidenden Teil, wir müssten ihn auch sportpolitisch freisprechen, ja dann ist es ja der Blankobrief für alle, die gedopt haben, nach Ende ihrer Karriere zu kommen und zu sagen, ich bin jetzt übrigens der Kronzeuge und damit kann mir meine Medaille von irgendwann nicht mehr aberkannt werden. Ich will nur die Antwort von Ihnen, weil das für mich ein Knackpunkt ist, wenn wir als Gesetzgeber hier tätig werden, was ja so eine gefühlte Zusammenfassung der bisherigen Diskussion ist, wenn ich das mal so sagen darf. Wir würden uns, da ich die Kolleginnen und Kollegen ja kenne, wahrscheinlich jetzt ja damit beschäftigen müssen, wie regeln wir es denn? Und das ist für mich ein Knackpunkt, der geregelt werden muss unter uns, ansonsten können wir es auch lassen. Sie müssen mir jetzt noch mal helfen, an wen sich Ihre Frage konkret richtet. Man meldet sich so freundlich, deswegen, wenn Sie, Herr Gräber, dazu was sagen können, auch gerne. Ansonsten geht es wieder an NADA und DOSB. Ja, gucken Sie ein bisschen auf die Zeit. Bei Ihrer engagierten Rede ist natürlich viel Zeit verloren gegangen. Das ist wunderbar, aber Sie müssten sich jetzt auch vielleicht vorsichtshalber entscheiden, welche der 4 genannten. Herr Wieschemann, bitte schön. Ich will es kurz machen. Sport ist das Erreichen eines Ziels unter normierten Ausgangsbedingungen. Wenn jemand dopt, hat er zu seinen Gunsten, ohne entdeckt zu werden, die Ausgangsbedingungen verschoben und hat damit das Ziel, das er damit erreicht hat, nicht weiter verdient. Also die Aberkennung der erreichten Medaillen oder was auch immer ist im Sinne des Anti-Doping-Gesetzes und auch des Anti-Doping-Kampfes unverzichtbar. Worauf wir verzichten können, das ist die Sperre für die Zukunft, wenn er noch aktiv sein sollte. Was wir ihm nicht ersparen können, ist, aber das ist auch das, worüber wir hier gerade diskutieren, die Blöße in der Öffentlichkeit. Und das ist etwas, was hergestellt werden muss. Das ist der tatsächliche Anreiz für noch aktive Sportler. Es macht für den Sportler keinen Unterschied, ob er entweder ohne Kronzeugenregelung im Verbandsrecht und im straflichen Recht entweder in den Knast geht und gesperrt wird oder ob er seine Karriere beendet, weil er als Nestbeschmutzer gilt. Das heißt, wir müssen seine Person geheim halten können. Und die Interessenlage, die Sie gerade geschildert, wird eigentlich dazu führen, dass eigentlich nur der bereits ertappte Sportler sich bereit erklärt, als Kronzeuge mitzuwirken. Und von dem ist es dann aber auch auf keinen Problem, ihm den sportlichen Erfolg abzuerkennen, ohne ihn als Kronzeugen zu identifizieren. Das muss das Ziel sein. Dankeschön. Herr Gräber, Sie sind mehrfach angesprochen worden. Vielleicht eine Einschätzung von Ihnen.
Ja, wobei ich ja im Prinzip hier im Strafverfolgungsbereich tätig bin. Die Frage ging, glaube ich, eher auf den sportrechtlichen Bereich. Also ich denke, dass strafrechtlich wäre die Konsequenz relativ klar. Der Grundzeuge kommt, macht Angaben und kriegt dann eine Straflosigkeit und eine Strafmilderung. Flankierende Maßnahmen, inwiefern man dann den Namen aus dem Verfahren raushalten kann, muss man halt dann diskutieren. Also meine Einstellungen müssen ja nicht mitgeteilt werden, selbst wenn es kleinere Strafen gäbe. Bei einer Strafmilderung könnte man öffentliche Hauptverhandlungen so legen, dass sie die Öffentlichkeit praktisch schon faktisch nicht kommt. Entweder man legt sie Freitagnachmittag auf 17 Uhr oder Montag früh auf 7.30 Uhr. Also insofern, aber ich glaube, ich war jetzt nicht so richtig der Ansprechpartner für Ihre Problematik. Dankeschön, Herr Steffel. Wollen Sie noch Stellungnahmen der beiden anderen oder soll ich noch? Frau Dr. Gotzmann, bitteschön. Ja. Ganz kurz, das müsstet ihr fraktionsintern bitte regeln. Frau Dr. Gotzmann. Ich wollte nur ganz kurz den Hinweis geben, dass alle die großen Kronzeugen, die wir bisher gehabt haben, schon zuvor des Dopings überführt worden sind in analytischen Sinne. Das ist bei Dürr der Fall gewesen, EPO nach Sochi. Das ist auch bei Julia Stepanova der Fall gewesen. Sie ist Doperin gewesen. Und auch die gesamten Kronzeugen im Fall Armstrong. Also von daher wird auf diese Kronzeugen, die wir kennen aus großen Fällen, auch aus dem Dopingkontrollsystem schon sehr großer Druck aufgebaut. Danke. Dankeschön. Dann geht das Wort an den Kollegen Ginger. Der steht als Nächster auf meiner Rednerliste, Herr Kollege. Aber wir haben ja noch eine zweite Fragerunde. Bitte schön. Das ist nett. Schönen Dank erst, Frau Vorsitzende. Ich habe jetzt aber in dem Zusammenhang auch gleich eine weitere Frage. Es gibt ja auch dann den Fall eines Sportlers, der jetzt nicht gedopt hat, der vielleicht nur angefragt wurde, wie im Fall von Frau Lepping. Wie ist es da denn überhaupt? Kann man denn dann so eine Person, wir haben den Begriff Netzbeschmutzer schon mal gehört, so geheim halten, sowohl aus dem Sport als auch in der Strafgerichtsbarkeit, dass der dann unter Umständen frei von der Leber weg weiter trainieren kann, ohne als Netzbeschmutzer zu gelten? Das ist das eine. An wen ging die Frage bitte? Das geht auch an den Dr. Wieschemann und an die Frau Lepping. Ja, dann wird es schwierig. Wir haben noch 2 Minuten. Dann würde ich erst die Beantwortung jetzt vorziehen. Herr Wieschemann, bitte. Gut. Ich kann zumindest sagen, für das Verständnis der WADA geht es nicht, dass er fordert, die Unterzeichnung einer auch persönlich namentlich, also mit dem eigenen Namen unterzeichnenden Erklärung. Und spätestens dann würde er öffentlich werden. Dankeschön, Frau Lepping. Ich kann es mir ehrlicherweise nicht richtig vorstellen, wie man eine Leistung aberkennt, ohne das dann namentlich zu kennzeichnen. Also bleibt es in der Bestenliste, bleibt es in der Ergebnisliste? Das muss ja dort gestrichen werden und damit ist die Zuordnung zu einem Namen erfolgt, also wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist jetzt ein Whistleblower, von dem wir gerade sprechen, okay. Ne? Der eben nicht gedopt hat. Gut, okay. Kann man den raushalten? Das ist die Frage. Also, wer möchte antworten? Vielleicht darf ich fürs Sportsystem sagen, im Sportsystem hätte der klassische Whistleblower im Moment die Chance, er kann sich an die Ethikkommission der DSSDOSB wenden, er kann sich an den Ombudsmann, die Ombudsfrau wenden, wäre völlig neutral. Und er hätte die Chance, gegebenenfalls in den meisten Fachverbänden mittlerweile das Gleiche zu tun, weil sich viele diesem System der neutralen Hinweisgebermöglichkeit angeschlossen haben, wenn da sauber gearbeitet wird und so, wie es das System im Grunde bringen soll, dann müsste es möglich sein, einen anonymen oder nicht anonym, einen namentlich bekannten, aber dann in keiner Weise öffentlich erkennbaren Hinweis zu geben an dieser wie auch an anderen Stellen oder für diesen Fall wie für andere. Herr Ginger, sind Sie einverstanden, dass Herr Mordziffer ergänzt? Bitte schön. Auch nur ganz kurz, wie gesagt, das war das, was ich auch auf die Frage von Herrn Steffel schon angefangen habe zu erzählen. Sprich es an, das System der NADA ist genau das Gleiche, dass also der Zeuge auch dort anonym geführt werden kann und entsprechend geschützt wird. Und wir haben das Bestreben seitens der NADA, das mit Athleten Deutschland für den gesamten Sport in Deutschland auch aufzubauen. Also das ist ein System, den Zeugenschutz, den Whistleblower-Schutz hochzuhalten. Dankeschön. Die 38 Sekunden nehmen wir in die nächste Runde. Würde ich vorschlagen, dass wir die aufsparen. Dann geht das Wort an die Fraktion der AfD. Insgesamt, und jetzt müssen Sie sich bei den Antworten etwas kürzer fassen, insgesamt 8 Minuten stehen für Fragen und Antworten zur Verfügung. Ich weiß, es ist eine Herausforderung, aber Sie schaffen das. Herr Kollege König. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, liebe Sachverständige, auch für die Stellungnahme im Vorfeld.
sehr geehrte Kollegen. Wir haben erstmal eine Frage an den DOSB und an die Juristen. Ich würde jetzt mal Herrn Wichemann benennen. Herr Steffel hat im Grunde gerade das zentrale Problem einer neuen, speziellen, sportlichen Kronzeugenregelung skizziert. Wie schafft man oder sehen Sie eine Lösung zwischen der Abgrenzung zwischen juristischer Aufarbeitung und sportlicher Aufarbeitung? Aus unserer Sicht kann es nicht sein, dass im Sportrecht der Athlet dann straffrei ausgeht, höchstens die Strafmilderung. Das ist, wie gesagt, es kann nicht sein, dass er seine Medaillen behält oder Ähnliches. Haben Sie da einen Ansatz, um dieses Problem zu lösen? Ich darf Sie bitten, die Juristen zu benennen, die Sie fragen wollen. Ja, einmal den DOSB, wahrscheinlich Herr Hörmann oder Frau Gassner und dann, wie gesagt, Herrn Wichemann. Gut. Frau Gassner oder wer beginnt? Herr Wichemann, bitte. Das Risiko inkonsistenter Ergebnisse in der Verbandsgerichtsbarkeit und der staatlichen Gerichtsbarkeit besteht, aber gerade deswegen, weil wir eine staatliche Kronzeugenregelung nicht haben, aber eine Kronzeugenregelung im Verbandsrecht existiert. Das ist das, was ich in meiner schriftlichen Stellungnahme auch als die normative Kraft des Faktischen bezeichnet habe. Der Staat ist auf diesem Feld Ermittlung und der Ahndung nicht alleine. Er sieht sich nicht im Wettbewerb, aber parallel zu den Verbänden. Die Verbände haben die Latte insoweit hochgelegt. Und ich meine, dass daraus ein Zwang resultiert, mindestens eine gleichwertige Regelung, aber mit rechtsstaatlicher Garantie zu schaffen. Das würde dann inkonsistente Ergebnisse verhindern. Vielen Dank. Frau Gassner, bitte. Ja, herzlichen Dank. Es wurde ja eben schon angesprochen, Herr Hörmann hat es auch schon gesagt, das grundsätzliche Problem oder das Risiko des Auseinanderfallens von sportrechtlichen Regelungen und Konsequenzen und strafrechtlichen Regelungen und deren Konsequenzen, das war ja ein Kritikpunkt oder eine Sorge, die der DOSB von Anfang an vorgetragen hat. Und natürlich gibt es rein rechtsdogmatisch diese Sorge auch heute noch. Wir stehen jetzt an diesem Punkt, darüber nachzudenken, eine Kronzeugenregelung einzuführen. Die wird, glaube ich, auch hier nach einhelliger Meinung absolut begrüßt. Und genau diese Problematik und Herausforderung gilt es natürlich auch an dieser Stelle hier zu lösen. Sie hatten auch angesprochen und des Weiteren, wie es darum steht mit der Aberkennung von Medaillen und anderen sportlichen Leistungen, ob man aus den Listen gestrichen wird. Auch das, glaube ich, wurde eben schon angesprochen. Das hat Herr Wichemann kurz auch nochmals skizziert und ich glaube auch Herr Mortziffer, dass es natürlich hier nicht darum gehen kann, also das kann man dem Sportler oder dem Athleten oder der Athletin sicherlich nicht ersparen. Hier geht es ja um die strafrechtlichen oder die sportrechtlichen Konsequenzen, dass die Aberkennung von Medaillen durch das nicht integre Verhalten, das können wir sicherlich tatsächlich nicht aufheben. Hier geht es ja darum, wie man mit strafrechtlichen oder anderen sportrechtlichen Sanktionen für die Zukunft umgeht. Und hier muss es eben einen Weg finden, wie man die sportrechtlichen Konsequenzen, also für die Zukunft und die strafrechtlichen, so ineinander mit einem Einklang bringt, dass es immer noch ein Anreizsystem gibt, auch hier auszusagen. Gibt es weitere Fragen von der AfD? Bitte schön. Ja, gibt es. Jetzt mal eine Frage an die Praktiker, an Herrn Oberstaatsanwalt Gräber. Wenn es schon eine Kronzeugen, Sie haben ja nun ein paar Fälle bearbeitet oder haben die gerade laufend, wenn es so eine spezielle Kronzeugenregelung gegeben hätte im Anti-Doping-Gesetz, inwieweit hätte Ihnen das in den aktuellen Fällen geholfen? Herr Gräber, bitte. Also in aktuellen Fällen hätte sie mir eigentlich nicht geholfen, weil ich ja aufgrund eines Zeugen, der Angaben gemacht hat, ja dieses ganze Verfahren angestoßen habe. Ich kann sagen, dass in den vergangenen 10 Jahren bis zu diesem aktuellen Fall eine Kronzeugenregelung natürlich wünschenswert gewesen wäre, weil wir ja praktisch seit 2009 vom Zeitpunkt des Beginns der Schwerpunktstaatsanwaltschaft bis zur Operation Atlas in diesem Bereich praktisch keine Fälle bekommen haben. Und was ein Beleg dafür war, dass eigentlich eine Kronzeugenregelung hier eine Möglichkeit bereitet, im Spitzensport hier auch strafverfolgungsmäßig tätig zu werden. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? Ja, nochmal an Herrn Gräber. Sie haben ein paar Kritikpunkte aufgeführt am heutigen Anti-Doping-Gesetz. Könnten Sie die aus Ihrer Sicht priorisieren oder sind die für Sie alle gleichwertig? Also wir hätten ganz gerne mal so eine Art Ranking dessen, was Sie sich vorstellen können, wie man das Gesetz verbessern könnte. Herr Gräber, bitte. An Nummer 1 würde ich die Kronzeugenregelung setzen. An Nummer 2 würde ich den Strafrahmen für die Besitzstrafbarkeit auf mindestens 5 Jahre hochheben, also von 2 bzw. 3 Jahren. Und die anderen Wünsche würde ich etwa auf dieselbe Stufe 3 dann stellen. Dankeschön. Herr König. Jo. Dann habe ich eine Frage an die NADA.
Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass Sie 170 konkreten Hinweisen direkt aus der Sportszene nachgegangen sind, die zu etwa 200 Zielkontrollen geführt haben und dass allein im Jahr 2018 die Quote der aus diesen Zielkontrollen entstandenen positiven A-Proben bei 11% lag. Woran liegt diese doch relativ, ob trotz Tipp geben sozusagen, relativ niedrige Quote? Und wie ist diese im Vergleich zu bewerten, diese Quote von 11%? Ist das deutlich höher oder niedriger als Quoten im normalen Regelbetrieb der Kontrollen? Herr Dr. Marzifer, bitte. Also wir haben es exemplarisch mal aufgeführt, weil es exorbitant mehr Fälle sind als die, die wir normalerweise weltweit sehen bei den normalen Proben, die ja auch zielgerichtet eingesetzt werden. Wir wollten damit verdeutlichen, dass nicht nur die Einführung des Hinweisgebersystems schon wichtig ist, sondern im Endeffekt dann auch zu konkreten Ergebnissen geführt haben. Dann, wir sind allen Hinweisen nachgegangen. Wie gesagt, auf Teams wurde hingewiesen, deswegen sind es mehr als 170 Kontrollen, über 200 Zielkontrollen und natürlich haben Sie dann immer auch das Thema des faktischen Zugriffs. Wann gehen Sie dem nach? Wann können Sie eine Zielkontrolle ansetzen? Das sind ja alles dann Situationen, die mit ausgebildeten Experten im Hintergrund dann besprochen werden. Nichtsdestotrotz ist für uns die Quote ein Erfolg. Sie zeigt und unterstreicht natürlich auch die eine oder andere Statistik oder Auswertung, dass es deutlich mehr Fälle, positive Fälle gibt als die 0, irgendwas, die in den Statistiken sonst immer auftauchen und unterstützt uns, diesen Weg weiterzugehen und zeigt also eher ein positives Bild. Dankeschön. Weitere Fragen von Seiten der AfD? Ja. Bitte schön. In dem Fall an die Athletenvertretung. Sie haben sich relativ deutlich gegenüber dem Internationalen Sportgerichtshof geäußert. Da komme ich so ein bisschen zurück auf das Spannungsverhältnis zwischen Sportrecht und Staatsrecht. Können Sie bitte mal in einfachen Worten erklären, warum aus Ihrer Sicht der KAS nicht die Kriterien eines echten Schiedsgerichtes erfüllt? Weil, ich sage mal ganz offen, wir waren dort und er hat einen guten Eindruck hinterlassen. Ja. Herr Haber, bitte. Das Problem beim KAS ist immer, dass es in einfachen Worten nicht so leicht zu erklären ist. Da würde mir Herr Wieschemann wahrscheinlich beipflichten. Erstmal vornherein, wir begrüßen natürlich, dass es eine Sportschiedsgerichtsbarkeit gibt. Es ist unabdingbar, weil es müssen Experten diese Urteile fällen und die müssen schnell fallen und wir brauchen auch eine Einheitlichkeit. Deswegen ist es sehr wichtig. Wir glauben, dass der KAS diesen Kriterien nicht entspricht in Bezug auf die Richterliste. Der ICAS, das ist die eine Kammer des KAS, die Zusammensetzung ist unserer Ansicht nach nicht fair im Sinne der Athleten. Es bestehen Interessenskonflikte dort zwischen den Leuten, die darin sitzen oder innerhalb der Leute, die darin sitzen, die unter anderem IOC angehören oder für Verbände arbeiten. Und wir glauben auch, dass die nötige Transparenz nicht immer gewährleistet ist. Die Anhörungen sind nicht immer öffentlich, nicht alle Dokumente sind verfügbar und zudem sind die Prozesskosten für die Athleten auch sehr hoch, sodass der Zugang zum KAS auch nicht der leichteste ist für die Athleten. Herzlichen Dank. Damit sind wir auch am Ende dieser Fragerunde der AfD-Fraktion. Das Wort geht an die SPD-Fraktion. Insgesamt 13 Minuten. Das Wort hat der Kollege Özdemir. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. An die Sachverständigen auch noch mal meinen persönlichen Dank an dieser Stelle für Ihre Ausführung. Ich möchte zunächst beginnen mit Fragen an Herrn Ostergräber. Insbesondere, wie würde die Einführung einer Kronzeugenregelung denn Ihre Arbeit konkret beeinflussen oder erleichtern? Und haben Sie vielleicht einen anschaulichen Fall im Hinterkopf, wo Sie denken, bei diesem Fall hätte eine Kronzeugenregelung innerhalb kürzester Zeit, sage ich mal, auch einen Fall erledigt? Und wenn Sie dabei noch auf das Spannungsverhältnis zu Verständigungen im strafprozessualen Verfahren eingehen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Die zweite Frage auch an Sie wäre, Sie nehmen in Ihrer Stellungnahme zu dem unbestimmten Rechtsbegriff Einnahmen im erheblichen Umfang aus sportlicher Betätigung Stellung. Wenn Sie das noch mal näher erläutern unter dem Aspekt der Evaluierung, die jetzt demnächst ansteht und welche Empfehlungen Sie dahingehend daraus ziehen im Hinblick auf Rechtsansichten oder auch definitorische Vorgänge. Vielen Dank.
Dankeschön. Herr Gräber, bitte. Also wenn ich einen Fall im Kopf hätte, würde ich es wahrscheinlich jetzt hier in diesem Gremium jetzt nicht veröffentlichen können. Was ich sagen kann, dass die Operation Adalas natürlich gezeigt hat, dass was mit einer Kronzeugenregel oder mit Informationen aus der Szene möglich ist. Also es würde uns ermöglichen, hier in Bereiche einzutauchen, in denen wir vorher einfach überhaupt keinen Fuß reinbekommen haben. Wir sind im Kraftsportbereich in mehreren tausend Verfahren seit 10 Jahren immer erfolgreich tätig gewesen. Aber der Weg in den Spitzensport ist uns verwehrt geblieben. Und so wäre eine Kronzeugenregelung, Athleten, die kommen und Angaben über Missstände machen, unabhängig davon, ob es jetzt Whistleblower sind, die also über eigene Straftaten nicht berichten, oder Sportler, die über eigene Straftaten berichten und dann weiter Angaben machen, würde natürlich die Anti-Doping-Arbeit, auch das, wo man damals 2009 mit an den Start gegangen ist, natürlich wesentlich erleichtern und würde unser Betätigungsfeld sehr viel weitermachen. Also insofern wäre das eine, mein Adalas hat es im Prinzip ja gezeigt, was möglich ist, wenn eine Zusammenarbeit da stattfinden kann. Und die Frage mit den Einnahmen im erheblichen Umfang ist wirklich ein Punkt, der unsere Arbeit, was heißt erschwert, aber wir haben viele Anzeigen und Mitteilungen auch von der NADA bekommen. Da ist genau diese Geschichte, die da eine Rolle spielt. Wir haben Marathonläufer, wir haben Kraftdreikämpfer, die halt wirklich keine Einnahmen im erheblichen Umfang erzielen oder mal erst diskutieren müssen, haben die denn sowas? Oder eine Marathonsiegerin, was bekommt die? 200 Euro, eine Kaffeemaschine. Also insofern wäre da schon wünschenswert, wenn man da eine Klarstellung erreichen könnte. Und wie gesagt, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Eine Pfändungsfreigrenze als Betrag oder das Durchschnittsnettoeinkommen, hatte ich schon gesagt. Also irgendwo finde ich, da müsste ein Anhaltspunkt rein, wo halt eine Größenordnung, wo man da sich einordnen soll. Dankeschön. Weitere Fragen? Herr Özdemir, bitte. Ich würde gerne die weiteren Fragen an die Vertreter der NADA, an den Deutschen Anwaltsverein und auch an Sie nochmal, Herr Ostergräber, richten. Ich glaube, Frau Dr. Gotzmann war es gerade, die von organisierter Kriminalität länderübergreifend gesprochen hatte. Das ist auch mein Stichwort. Wir haben vor kurzem als nordrhein-westfälische Mitglieder auch Herrn Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen Laschet angesprochen und angeschrieben im Hinblick auf Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Inwieweit sehen Sie die justizielle Infrastruktur, sage ich jetzt einfach mal, angepasst an die Verhältnisse, die im Sport im Bereich dieser organisierten Kriminalität uns erwarten und die uns vor Herausforderungen stellen? Und würden Sie mit mir die Auffassung teilen, dass aus der Politik eigentlich einvernehmlich die Aussage auch getätigt werden sollte, dass wir eigentlich in jedem Bundesland eine solche Schwerpunktstaatsanwaltschaft brauchen und auch schleunigst in die Umsetzung hierzu eintreten sollten? Dankeschön. Frau Dr. Gotzmann. Herr Özdemir, vielen Dank für diese Frage. Dem kann ich nur voll zupflichten, dass wir hier wirklich in jedem Bundesland diese Schwerpunktstaatsanwaltschaften brauchen. Wir sehen das immer in Zusammenarbeit mit den Etablierten, die wir haben, und auch insbesondere jetzt auch München, dass die Staatsanwaltschaft doch tätig werden konnte, ist also nur der Tatsache geschuldet, dass einer der Athleten an der Autobahn in Bayern diese Blutdopingpraktiken durchgeführt hat. Wir haben es leider im täglichen Leben auch schon erlebt, dass Fälle, die wir zur Anzeige gebracht haben, sehr schnell eingestellt wurden aufgrund der Unkenntnis auch. Und was hier auch noch hinzukommt, dass wir sehr schnell reagieren müssen, innerhalb kürzester Zeit, teilweise innerhalb von 24, 48 Stunden, um entsprechende Maßnahmen der Staatsanwaltschaft überhaupt in Gang zu bekommen. Und daher ist es natürlich wichtig, ein Team zu haben. Und das sind ja nicht nur die Staatsanwaltschaften, auch diejenigen, die jetzt die Durchsuchungen gemacht haben. Wir schulen ja auch in unserem Haus die Ermittlungsbeamten, geben Hinweise, auf was man zu achten hat. EPO im Kühlschrank beispielsweise, aber auch Zollkriminalamt, die Landeskriminalämter in Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Österreich und der Schweiz und den WADA-akkreditierten Laboren. Das sind also sehr viele Informationen, die gut ineinander laufen. Und da wäre es sehr wünschenswert, wenn wir da in jedem Bundesland die entsprechenden Ansprechpartner hätten. Dankeschön. Herr Wischmann, bitte. Ich kann Ihnen nur beipflichten. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich vertrete einen Athleten, der aus dem Ausland kommt. Der Tatkomplex hat seinen Schwerpunkt im Ausland. Es gibt aber auch
Bezüge nach Deutschland, die es mir erlaubt hätten, hier nach Deutschland zu gehen. In dem Land, in dem das spielt, gibt es weder ein Anti-Doping-Gesetz noch gibt es deswegen eine Kronzeugenregelung. Deshalb war mir der Gang verwehrt. Der Zugang zu dem Verband ist verwehrt, weil die Angaben, die der Athlet hätte machen können, hätte genau diejenigen belastet, die Teil des Disziplinarverfahrens sind. Ich hätte es in diesem Fall, auch wenn es unredlich ist, weil ich damit die deutsche Justiz belastet hätte, aber ich hätte mir in diesem konkreten Fall wirklich eine Kronzeugenregelung hier in Deutschland gewünscht, um die Möglichkeit zu haben, damit hier nach München zu gehen. Jetzt gehe ich eher davon aus, dass dieser Tatkomplex unaufgeklärt bleibt. Dankeschön, Herr Gräber. Sie waren auch noch angesprochen. Bitte. Sie können trotzdem gerne nach München kommen. Also meine Tür ist immer offen. Also ich bin natürlich ein Vertreter einer Schwerpunktstaatsanwalt. Herr Gräber, können Sie das Mikro ein bisschen mehr zu sich rüberrichten? Dann ist es, glaube ich, besser zu verstehen. Ich bin natürlich ein Vertreter einer solchen Schwerpunktstaatsanwaltschaft. Und ich meine, es ist immer schwierig, dann sich selber auf die Schulter zu klopfen oder zu sagen. Aber ich finde schon, dass auch in anderen Bundesländern Schwerpunktstaatsanwaltschaft geschaffen werden sollen, weil tatsächlich eine hohe Spezialisierung von den Kolleginnen und Kollegen erforderlich ist. Die müssen ja nicht nur im Strafgesetzbuch sich auskennen, sondern müssen medizinisch, pharmazeutisch Kenntnisse, chemische Kenntnisse aufweisen, müssen wissen, nach was sie suchen, wo die Sachen gelagert werden, wie sie im Körper wirken. Dann müssen sie sehr schnell und effektiv handeln können. Wir müssen tatsächlich innerhalb von wenigen Stunden gegebenenfalls Maßnahmen umsetzen. Die Ermittlungen sind zeitaufwendig, mit Rechtshilfe im Ausland möglicherweise die tätig müssen. Also hier müssen schon spezialisierte Kollegen eigentlich tätig werden, die sich auch nur mit solchen Sachen befassen und nicht irgendwelche Kollegen, die vielleicht im Rahmen mit anderen Tätigkeiten auch betraut werden, die dann nicht die Kapazitäten haben, solche Sachen zu bearbeiten. Dann nehmen wir diese Unterstützung gerne mit in unsere Heimatbundesländer, zumindest für NRW sehr gerne. Ich würde an Herrn Pilger, wenn Sie gestatten, weiterreichen. Das mache ich zwar normalerweise selber, aber ich gestatte. Ich nehme es auch gerne entgegen, Frau Vorsitzende. Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Weigert. Und zwar, Sie haben sich ja eben recht eindeutig für die Kronzeugenregelung ausgesprochen. Jetzt frage ich Sie, man bringt die Athletin, den Athleten ja in eine gewisse Bredouille hinein. In einen Gewissenskonflikt kann man schon sagen, es wurde jetzt mehrfach genannt, Nestbeschmutzer, Denunziant. Da ist meine Frage, sehen Sie eine Alternative zur Kronzeugenregelung? Also Ombudsmann wurde eben genannt, um das etwas niederschwelliger zu halten. Und denn unvermeidlich wird dieser Athlet, der sich outet, auch in der Öffentlichkeit als solcher, als Dopingtäter gebrandmarkt sein. Und er ist natürlich letztendlich verantwortlich, aber auch wiederum, das haben wir eben auch gehört, nur Teil eines Systems. Das ist meine erste Frage an Sie. Und meine zweite Frage geht in eine ähnliche Richtung. Das Anti-Doping-Gesetz war ja zum Start nicht so unumstritten, wie es heute ist, sondern es gab erhebliche Bedenken, insbesondere von Seiten des organisierten Sportes. Es gesagt wurde, ja, es besteht die dringende Gefahr, dass eine Atmosphäre sich vergiftet, dass eine gewisse Misstrauenskultur sich einspielt. Meine Frage, haben sich diese Bedenken bestätigt oder ist eventuell sogar das Gegenteil eingetroffen, nämlich klare Verhältnisse? Dankeschön, Herr Weikert, bitte. Ja, zum anderen System. Ich sehe keine Alternative zu der Kronzeugenregelung. Wenn ich das bei der Staatsanwaltschaft ansiedle, also im strafrechtlichen Bereich, besteht der hohe Schutz, sodass ich schon davon ausgehen kann, dass dieser Kronzeuge geschützt werden kann. Das Risiko sehe ich natürlich. Wir müssen, das habe ich in meiner Stellungnahme auch gesagt, wir müssen darauf hinwirken, dass das gesellschaftlich mehr anerkannt wird, dass dieses Nestbeschmutzersein eben nicht der Fall ist. Aber eine Alternative, um vernünftig aufklären zu können, ich glaube, das hat Herr Gräber schon mehrfach gesagt, sehe ich nicht. Zur zweiten Frage. Ich habe diese Gefahr von Anfang an nicht gesehen. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen der sportlichen und der strafrechtlichen Seite. Aber wenn jemand gedopt hat, ist völlig klar, dass er eine Medaille aberkannt bekommt und dass er diesen Wettbewerb nicht mehr erfolgreich in irgendwelchen Listen steht. Aber ich kann natürlich was tun und ihn nicht sperren oder die Strafe mildern. Und ich kann auf der anderen Seite natürlich strafrechtlich auch was tun. Genau das fehlt ja im Moment jetzt. Mein Eindruck ist,
dass vom Gefühl, mein Gefühl ist, dass es besser geworden ist und dass auch der organisierte Sport, ich glaube, da wird mir Herr Hörmann zustimmen, das nicht mehr ganz so sieht, wie das war. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Herr Kollege Pilger, bitte. Ja, vielen Dank nochmals. Ich habe jetzt eine Frage an Claudia Lepping. Sie haben das eben so angedeutet. Im Einzelfall spielen die nicht nur die Athletinnen und Athleten eine Rolle, sondern auch Trainer, ein System, was zu Leistungszwängen animiert. Schätzen Sie ein, dass das heute immer noch der Fall ist? Oder hat es sich verändert seit dem Anti-Doping-Gesetz? Und die letztendlich tragen alle Athletinnen und Athleten die Verantwortung für ihre Taten natürlich selbst. Aber hat das Anti-Doping-Gesetz bei den Athletinnen und Athleten für ein verändertes Bewusstsein geführt? Können Sie das einschätzen? Frau Lepping, bitte. Also ich glaube schon, dass sich das Bewusstsein gestärkt hat. Ich glaube, die Abschreckung ist relativ minimal geblieben. Und die Systematik, die besteht, die bleibt auch weiter bestehen. Es ist systemimmanent. Es werden täglich neue Generationen Sportler, die in 10, 16, 20 Jahren soweit sind, die kommen immer wieder in das gleiche System. Das lässt sich nicht vermeiden. Das ist ein System von Abhängigkeiten. Das wiederholt sich und erneuert sich immer mehr. Und es ändern sich die Schutzmechanismen. Es bleibt aber in diesem System der Abhängigkeit bleibt es bestehen. Ich möchte noch mich noch mal auf diese Misstrauenskultur beziehen, die gerade noch mal genannt wurde. Ich glaube nicht, dass die entstanden ist durch das Sanktionsregime, sondern die Misstrauenskultur, die ist verdammt schon längst da. Das reicht beim Blick in die Stadien, da ist die Misstrauenskultur. Und ich finde auch, die Athletenvertretung hat in einem Punkt nicht unbedingt recht. Natürlich sind auch die Athleten in einer Bringe schuld. Es ist genau die Eigenverantwortung. Es ist immer und immer und immer die persönliche Entscheidung. Das mag hart sein, sich dagegen zu entscheiden, aber es ist die eigene Entscheidung. Wir erleben das in allen Lebensbereichen so, dass man verdammt nochmal Verantwortung für sich selbst, fürs eigene Tun übernehmen muss. Das ist im Sport nicht anders. Und es ist auch nicht schlimm, das ist ganz, ganz normal. Und die Sportler, die, jetzt überdrehe ich es ein bisschen, überspitze ich es ein bisschen, die Zähne fletschend am Startblock stehen und gewinnen wollen, das wollen die, das sind Kämpfer, das sind Wettkämpfer. Die sind nicht in dem Moment verzagte Hasenfüßler, in dem es darum geht, eine Entscheidung pro oder gegen Doping zu treffen. Das müssen die mit demselben Selbstbewusstsein für sich entscheiden. Ich habe was gegen diese schizophrene Spaltung der Sportlerpersönlichkeit. Und das sollten wir auch den jungen Generationen bitte nicht weitergeben. Das ist immer deren Entscheidung. Und die haben auch die Kraft dazu. Und dazu müssen wir sie bestärken. Dankeschön. Wenn wir es ernst meinen. Vielen Dank, Frau Lepping. Damit ist die erste Fragerunde der SPD-Fraktion auch beendet. Wir kommen zur FDP. Frau Kollegin Dassler. Insgesamt 8 Minuten. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, für die Ausführungen, die Sie uns hier gegeben haben. Und viel Neues habe ich jetzt auch schon gelernt, aber eine Frage habe ich jetzt noch. Ich trenne Sportrecht und ich trenne Strafrecht. Das heißt, wenn ich jetzt die Grundzeugenregelung, die Sie alle befürworten, wenn wir das jetzt umsetzen würden, kann dann der Sportler, der gedopt hat und die Grundzeugenregelung praktisch in Betracht zieht oder die Grundzeugenregelung, auf denen die angewendet wird, kann das dann sein, dass er sportlich ohne Sperre dahin davonkommt? An Herrn Hörmann. Herr Hörmann, bitte. Auf eine kurze und klare Frage, aus meiner Sicht kurze und klare Antwort, nein. Nein. Und die Verbände legen dann die Strafen fest, die Sperren? Das, nicht die Verbände, sondern es läuft ja das übliche Verfahren sozusagen. NADA, okay. BADA. Okay. Dann eine Frage an Frau Götzmann. Sie haben in der Stellungnahme gesagt, Ziel der NADA ist es also ein über das Thema Anti-Doping hinausgehendes Hinweisgebersystem im deutschen Sport weiterhin zu etablieren. Und können Sie konkret noch mal das Ziel sagen, was Sie noch etablieren wollen über das Hinweisgebersystem, was wir ja bisher schon haben und was ja gut greift? Von Dr. Götzmann, bitte. Oder? Herr Marzipan, bitte schön. Ja, also
Es ist natürlich das Ziel insgesamt, das, was Herr Hörmann ja auch sagte, diese Kultur des Whistleblowers zu stärken. Und das ist ja nicht nur der Anti-Doping-Bereich. Da gehen wir ja wesentlich weiter. Da haben wir ganz viele andere Themen, Matchfixing, Korruption, sexualisierte Gewalt, die den Sport von verschiedensten Seiten bedrohen. Und ich glaube, da macht es schon Sinn, mit den verschiedenen Playern, Ombudsleuten, Experten der Sportverbände, vom DOSB, aber auch von Athleten Deutschland oder auch von Transparency International an einen Tisch zu kommen. Das tun wir, das haben wir initiativ eingeführt vor einigen Monaten und da sitzen wir in regelmäßigen Abständen zusammen, um, sage ich ganz ehrlich, im Moment noch nicht den Knoten durchgeschlagen zu haben, zu sagen, wir haben da keine One-Fits-All-Lösung. Aber wir nähern uns an und wir nähern uns behutsam an mit ganz vielen Fragestellungen, die wir da haben. Und ich glaube, das Ziel ist dann wirklich am Ende des Tages auch was Nachhaltiges zu produzieren. Wie gesagt, nehmen Sie da ein bisschen jetzt mit, dass wir da jetzt noch nicht sprechfähig zu sind, aber im Endeffekt an Gerippen und an entsprechenden Korsetten arbeiten. Frau Dassler, bitte. Dankeschön. Und dann eine Frage an Herrn Herber. Und zwar haben Sie in Ihrer Stellungnahme geschrieben, Sie fordern wirksame Reformschritte in Bezug auf die Schiedsgerichtsbarkeit und Transparenz, aber auch weitere Reformen. An welche weiteren Reformen haben Sie da gedacht? Herr Herber, bitte. Ja, also wie ich eben schon anführte, wären dabei eben die Beseitigung von Interessenskonflikten in unserem Interesse. Eine Prozesskostenhilfe wäre wünschenswert, dass Athleten einen leichteren Zugang haben, auch zum KAS. Es gibt noch einige weitere Reformen, über die man nachdenken kann. Ich kann die jetzt nicht im Weiteren ausführen, aber wir können uns gern weiter darüber unterhalten. Frau Dassler, weitere Fragen? Ja, dann noch eine Frage an Sie, wo ich Sie gerade schon befragt habe. Und zwar, die NADA hat gesagt, fordert auch in ihrer Stellungnahme die Möglichkeit eines stärkeren Informationsaustausches zwischen den erhebenden Ermittlerbehörden und zwar international. Die Athleten sagen aber, naja, wir haben schon Schutzinteresse und so weiter. Wie stehen Sie denn zu den Forderungen, dass man das international Informationen austauscht? Herr Herber, bitte. Ja, ich denke, wir haben schon gesehen, dass der Anti-Doping-Kampf ein internationaler ist. Und Informationen können dann ausgetauscht werden, wenn sichergestellt ist, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen auch gewahrt ist. Also es bedarf eben einer Prüfung und es bedarf einer nachvollziehbaren Prüfung, wann und ob das geschehen darf. Wir sind dafür, dass es strikte Maßnahmen gibt, um Doping weiter zu bekämpfen. Aber es muss eben auch im Verhältnis stehen zu den Rechten der Athleten. Und dazu gehört auch Datenschutz. Dankeschön, Frau Dassler. Ach so, Frau Dr. Gotzmann, bitteschön. Darf ich das nur ganz kurz ergänzen? Ich bin also vor 2,5 Wochen in Kasachstan gewesen. Mit der Partnerorganisation arbeiten wir zusammen, um dort auch Doping-Kontrollsysteme weiterzuentwickeln, auch im Bereich der Prävention. Und Sie wissen, gerade auch in der Operation Adalas sind Athleten aus Kasachstan beteiligt gewesen. Und dort warten halt eben die Kollegen dringend auf Informationen, um doch auch landesintern diese Fälle weiterzuverfolgen. Und das wäre natürlich auch ein Beispiel für einen internationalen Austausch, dass Staatsanwaltschaften auch hier länderübergreifend aktiv werden können. Danke. Dankeschön. Frau Dassler? Dann noch mal zu Herrn Weikert. Dieser Begriff Nestbeschmutzer, der ja gerade schon mal aufkam. Und da haben Sie auch gesagt, man muss versuchen, ein Umdenken in der ganzen Gesellschaft zu erreichen. Wie erreicht man denn ein Umdenken in den Sportverbänden, wenn Sie jetzt mal für Ihren Sportverband sprechen könnten? Herr Weikert, bitte. Naja, wichtig ist die Prävention und die Aufklärung, die NADA ja auch betreibt. Es darf natürlich nicht so sein, das weiß Frau Lepping auch ganz genau, dass sich der Sportler am Anfang schon dafür entscheiden soll oder muss, ob er jetzt dopt oder nicht. Es muss klar sein, dass der Sport dopingfrei ist. Und wenn ich mich dann schon irgendwann dafür entschieden habe, dann muss ich natürlich jetzt von der Gesellschaft her auch den Rückhalt haben, dass, wenn ich das aufklären möchte, dass ich dann nicht so hingestellt werde, als bringe ich ein gesamtes Sportsystem zu Fall. Dankeschön. Gibt es weitere Nachfragen? Frau Dassler. Noch eine Frage an Herrn Hörmann.
Herr Hörmann, glauben Sie, wenn wir die Kronzeugenregelung ins Gesetz nehmen, dass viel, viel mehr Sportler den Weg gehen und sagen, ich bin jetzt bereit für einen sauberen Sport, Aufklärungsarbeit zu leisten und mich selber in den Vordergrund zu stellen und meine Erfahrungen preiszugeben? Herr Hörmann, bitte. Wenn ich da jetzt eine Antwort geben würde, wäre es spekulativ. Ich glaube, da hat jeder so sein Bild. Es wäre zumindest eine Option mehr, dass ein Athlet, eine Athletin in einem Bereich des Lebens dann eine gewisse bevorzugte Behandlung oder wie man es auch immer formulieren würde, erfährt. So oder so bleibt es für einen Sportler zumindest in unserem System, im Verständnis Deutschlands, um was für ein Vergehen es sich bei Doping handelt, um eine katastrophale Entwicklung. Also ob dadurch dann der Mut bei vielen gestärkt würde, zu sagen, zumindest im staatlichen System gehe ich straffrei oder mit Bevorzugung raus, bleibt dahingestellt. Da ist vielleicht auch noch wichtig, einen Satz einzufügen. Herr Wischemann hat mich vorher nachbarschaftlich und freundschaftlich informiert auf meine sehr klare Aussage mit dem Nein, das ich Ihnen vorher gegeben habe, dass es die Fälle tatsächlich auch geben kann oder schon gegeben hat, dass auch auf der Sportrechtsebene gegebenenfalls eine gewisse bevorzugte Behandlung erfolgt. Aber vielleicht wäre das noch ein Satz wert. Ich will es bloß korrigieren, weil sonst die sehr apodiktisch klare und damit nicht ganz korrekte Antwort stehen bleibt. Vielen also Dank, der WADA-Code kennt den Begriff der Substantial Assistance. Und wenn ein Athlet Substantial Assistance aber eben tatsächlich für einen Aufklärungserfolg beiträgt, kann auch er da bis hin zur völligen Strafbefreiung ausgehen. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Fraktion Die Linke. Ebenfalls insgesamt 8 Minuten. Herr Kollege Lutze, bitte. Ja, vielen Dank. Und auch, wenn man relativ spät dran ist, auf die Gefahr hin, dass sich vielleicht die eine oder andere Fragestellung wiederholt, möchte ich nicht darauf verzichten. Erste Frage geht an Frau Lepping. In Ihrer Stellungnahme plädieren Sie für Strafmilderung von dopenden Sportlern, die als Kronzeugen zur Verfügung stehen, allerdings nicht hinsichtlich der Strafmilderung hinsichtlich der Wettkampfsperren. Können Sie das, weil auch vorhin bei der Fragerunde der CDU-Fraktion ein bisschen unverständlich dann, können Sie das mal genauer noch mal erläutern und vor allen Dingen auch mit dem Punkt drauf, warum das so strikt getrennt werden muss? Dankeschön. Frau Lepping, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist einfach ein verheerendes Signal, wenn ein Dopingtäter, ein dopender Sportler, nach relativ überschaubarer Zeit wieder am Wettkampfgeschehen teilnehmen kann. Deshalb halte ich es für besser, wenn man das Strafmaß, wie hier schon angesprochen, im strafrechtlichen Bereich deutlich erhöht und da dann, wenn es um die Kronzeugenregelung geht, dann möglicherweise wieder eine Abstufung zunimmt. Aber als erstes halte ich es in Klammern leider für nötig, dass man eben auch diese abschreckenden Signale zeigen kann. Und ich möchte auch so weit gehen, dass wirklich die besten Listen endlich bereinigt werden. Wenn Sie da mal hineinschauen, Sie können täglich neue Namen finden, die Sie streichen möchten. Die gelten aber als Messlatte und Referenz für unsere Talente. Die messen sich bis heute daran, an Leistungen, die definitiv unter hochmanipulativem Doping zustande gekommen sind. Oder sie treffen auf Trainer, die bis heute in Amt und Würden sind und im System verblieben sind. Ich habe Ihnen vorhin nicht die ollen Kamellen vorgetragen, um mich persönlich da irgendwie noch mal dran zu ergötzen, sondern dieser Mann, der war bis vor wenigen Jahren immer noch im Vizepräsident des Landessportbundes Thüringen. Der ist bis heute Ehrenmitglied im Landessportbund Thüringen. Und das ist sicher nicht der Einzige. Und ich bitte sehr, dass Sie sich mal in die Situation von Athleten versetzen, die dieses Gesamtsystem vor sich haben und die sich darin verhalten, formulieren und eben positionieren müssen. Das ist eine Herausforderung weit jenseits der muskulären Ausprägung, sondern da müssen Sie Persönlichkeit haben. Und das ist genau das, was heute auch im Training nicht vermittelt wird. Und ich kann es nur wiederholen, ich möchte keine verdrucksten Leistungssportler. Das passt nicht, das ist schizophren. Entweder die schaffen körperlich was, auf die wir alle stolz sind und wir helfen ihnen, das mit sauberen Mitteln zu machen, aber wir machen sie auch robust im Umgang und im Widerstand gegen die Dopingtäter. Dankeschön. Herzlichen Dank. Herr Lutze, bitte. Zweite Frage nochmal an Frau Lepping und an Herrn Herber. Reicht das
bei der NADA eingerichtete Hinweissystem, Zitat, also sprich's an, aus? Oder sollte darüber hinaus eine unabhängige Ombudsstelle, so wie es die Linksfraktion bereits im Gesetzgebungsverfahren 2015 vorschlug und es nun unter anderem in der Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins vorgeschlagen wird, eingerichtet werden? Dankeschön, Frau Lepping. Oder möchten Sie Herrn Herber den Vortritt lassen? Herr Herber, bitte. Also ich denke, dass die, wie ich schon darauf hingewiesen habe, die NADA sehr gute Arbeit leistet, was das sprich's an Hinweisgebersystem betrifft. Wir haben von Athleten, ich glaube, dass die Athleten Vertrauen auch in dieses System haben. Ich glaube ohnehin, dass die Athleten und die NADA ein gutes Verhältnis haben. Was den unabhängigen Ombudsmann betrifft, ist sicherlich ein interessanter Vorschlag, dem man auch gerne noch mal nachgehen kann. Dankeschön, Frau Lepping. Verzeihung, aber ich finde das ein bisschen verzagt, wirklich. Also es wäre doch schön jetzt, dass Sie die Situation ergreifen und sagen, ja, wollen wir, machen wir und packen wir es heute an. Das ist Ihre Zukunft, das ist Ihre Sportart. Machen Sie da was draus. Nicht vielleicht ein Ombudsmann, das ist Ihr Recht. Ja, bitte. Ja. Whistleblower ist wichtig, Hinweisgeber sind wichtig. Haben Sie keine Angst, das zu tun? Ja, absolut, ich gebe Ihnen recht. Auch, auch außerhalb der sportlichen Wettkampf, zeigen Sie, was Sie drauf haben. Stehen Sie Ihren Mann, Ihre Frau, alles. Das ist Ihr Leben, das ist Ihre Gesundheit und das ist Ihre Zukunft. Und was wir als Sportfreunde davon halten, ist was ganz anderes. Aber nehmen Sie doch die Chance wahr. Also mein Plädoyer, bitte die Whistleblower und Hinweisgeber stärken. Dankeschön. Dankeschön, Frau Lepping. Darf ich kurz noch was sagen? Oder? Wenn Herr Grundl gestattet, gerne. Herr Lutze gestattet, Entschuldigung, ich war schon eine Zeile weiter. Er gestattet. Ja, also danke für den Hinweis und sicherlich, wir sind absolut dafür, Hinweisgeber zu stärken, das ohne Frage. Ich wollte aber noch eine Sache sagen zu den verdrucksten Athleten und ich gebe Ihnen recht, dass niemand hier möchte verdruckste Athleten und Athleten, die nicht in der Lage sind, die Entscheidung gegen Doping zu treffen, wie Sie es getan haben, Nein zu sagen. Aber wir müssen auch in Betracht ziehen und realisieren, dass Athleten in jungen Jahren in ein System kommen, in denen eher belohnt wird, dass sie Regeln befolgen, als dass sie diese kritisch hinterfragen. Und dass in Trainingsgruppen, und das haben Sie erlebt, dass da ein unheimlicher ein Herdentrieb herrscht oder auch ein Druck in der Gruppe entsteht. Und das sind geschlossene Systeme, die sich dort entwickeln. Und ich habe kein Verständnis für Dopa, aber ich habe Verständnis dafür, dass Athleten stark unter Druck geraten in diesen Situationen und es sehr schwer ist, dann auch manchmal Nein zu sagen. Und ich plädiere auch dafür, dass wir auch in diesen Situationen Verständnis für diese Athleten aufbringen. Dankeschön. Herr Lutze, bitteschön. Nächste Frage noch an den Herrn Gräber und nochmal an Frau Lepping. Die NADA sowie Athleten Deutschland e.V. plädieren in ihrer Stellungnahme für ein temporäres Berufsverbot für sogenannte Athletenbetreuende und Ärzte. Halten Sie die Erweiterung der bestehenden Strafvorschriften für den Handel mit Dopingmitteln sowie den zwingenden Entzug der Approbation für Ärztinnen und Ärzte und temporäre Berufsverbote für sogenannte Athletenbetreuende, die nachweislich an Dopinganwendung beteiligt waren, für möglich und für notwendig? Ich würde mit Herrn Gräber beginnen. Halte ich sowohl für möglich als auch für notwendig. Wir sind auch in anderen Bereichen, nicht nur bei den Ärzten, sondern auch Apothekern immer mit den entsprechenden Verbänden in Verbindung. Wir haben ja gesetzliche Mitteilungspflichten. Wir müssen Anklagehebungen, Haftbefehle, Urteile mitteilen. Und da ist schon aus Grund von diesen kassenärztlichen Vereinigungen, von Approbationsbehörden, berufsrechtliche Maßnahmen eigentlich die Regel. Dankeschön, Frau Lepping. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, solange nicht dem ersten Arzt die Approbation entzogen ist und solange nicht die ersten Berufsverbote ausgesprochen sind, bleibt das Engagement gegen Doping aus Athletensicht relativ überschaubar. Das ist nicht schön zu hören, aber man braucht ein Sanktionsprinzip. Und so wie man den Sportlern abverlangt, dass sie sich fair verhalten und unfaires Verhalten sanktioniert wird, muss das erst recht für die ja meist deutlich lebenserfahrenen und manipulierbereiten Hintermänner gelten. Natürlich.
Ich meine, machen wir uns nichts vor, da steckt ja auch ein Wirtschaftszweig dahinter. Und es reicht ja einem Trainer, sage ich mal so als pauschal, wenn einer von 10 Athleten durchkommt, dann ist der Trainer wirtschaftlich saniert. Und der sogenannte Mediziner innerhalb des Verbandes konnte sein Renommee steigern. Ich mache das wirklich nicht, um Stichwort Nestbeschmutzer da immer noch mehr drauf zu kübeln. Das ist einfach die Wahrnehmung von Athleten. Herzlichen Dank, Frau Lepping. Wir kommen zum Abschluss der ersten großen Fragerunde. Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, 8 Minuten. Herr Kollege Grundl, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich steige auch gleich in die Fragen ein, ohne lange Vorrede. Herr Herber, ich will da noch mal ein bisschen nachbohren. Sie haben ja zum Teil das sehr eindrucksvoll beschrieben, Frau Lepping auch. In der Stellungnahme der Athleten Deutschland heißt es, die Drogenprävention sollte im Gesetz festgeschrieben werden. Wie sollte die Drogenprävention konkret ausgestaltet sein und wo besteht nach Ihrer Meinung Handlungsbedarf in der Dopingprävention der Sportverbände? Herr Herber, bitte. Ja, danke für Ihre Frage. Wir haben nicht geschrieben, dass das im Gesetz festgeschrieben werden soll, sondern dass es auf jeden Fall eine flankierende Maßnahme sein soll, dass es eine Verhältnisprävention gibt oder einen Paradigmenwechsel zu einer Verhältnisprävention, sodass, was wir da meinen, ist, dass das Umfeld viel, viel stärker in den Blick genommen werden soll. Und darunter verstehen wir zum Beispiel, dass auch Betreuer und Ärzte kontrolliert werden, dass wir wirklich auch eine aktive Kultur des Hinsehens, wie sie auch Herr Hörmann schon angesprochen hat, etablieren und eben das, den ganzen Ansatz noch holistischer gestalten, als er momentan ist und der sich momentan eben sehr stark auf die Athletenseite fokussiert. Dankeschön. Herr Kollege Grundl, bitte sehr. Danke. Zweite Frage an Herrn Gräber. Bezüglich des italienischen Anti-Doping-Gesetzes. Haben Sie Kenntnis, wie viele Zahl an Ermittlungsverfahren, jetzt verglichen auch mit bei uns, mit den 30 zum Beispiel der Staatsanwaltschaft München, oder wie Sie generell das Gesetz in Italien beurteilen? Herr Gräber, bitte. Über die Zahl der in Italien anhängigen Verfahren habe ich keine Kenntnis. Ich weiß, dass die Anti-Doping-Gesetzgebung in Italien etwas weitergeht, was die Bekämpfung der organisierten Kriminalität betrifft. Ich habe aber keine konkreten Erkenntnisse über eine Kronzeugenregelung im italienischen Antidopingrecht für Sportler. Dankeschön, Herr Kollege Grundl. Ich würde auf weitere Nachfragen verzichten, weil wir hier unregelmäßige Stabübergabe haben und bitten, die Zeit bei der zweiten Runde uns zuzuschlagen. Wenn es so machen ist. Wir das 6 Minuten obendrauf für die zweite Runde. Vielen Dann Dank. Kommen wir zu derselben, nämlich zur zweiten Fragerunde mit veränderten Rahmenbedingungen. In dieser zweiten Fragerunde haben vom Grundsatz her alle Fraktionen 8 Minuten insgesamt. Wir haben uns so vereinbart. Ausnahme ist jetzt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die dann, falls gewünscht, noch die 6 Minuten on top bekommen. Wir kommen zur Fraktion der CDU-CSU. Wer hat das Wort? Der Herr Kollege Steiniger. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank. Kriegen wir, plus 38 Sekunden. Ich mache die Vorrede ein bisschen kürzer, dann schaffen wir das auch. Ich würde gerne Herrn Professor Professor Czerke die Möglichkeit geben, uns noch mal ein bisschen zu helfen. Wir hatten ja 2015 das Anti-Doping-Gesetz gemacht. Auch damals wurde schon diskutiert, eine Kronzeugenregelung. Die wurde sowohl im Bundesrat, bei den Bundesländern damals diskutiert, als auch bei der Bundesregierung. Und es gab so 2 Gegenargumente juristischer Art, die zum Vorschein kamen. Und da hätte ich gerne mal eine Stellungnahme von Ihnen. Weil ja, wenn wir das Ganze jetzt wieder angehen, auch diese Argumente wieder hochkommen werden. Das eine war, dass man gesagt hat, naja, man hat ja die allgemeine Kronzeugenregelung von 2009 und wenn man jetzt hier so eine spezifische Kronzeugenregelung dann einführt, dann hat man eine gewisse Fragmentierung des Rechts und deswegen möchte man das nicht. Und das zweite Argument war, naja, durch Strafprozessordnung, Paragraphen 135 fortfolgende, sei es auch sowieso möglich, kooperierendes Verhalten zu belohnen. Das waren so ein bisschen die... Was jetzt? Das waren die beiden Argumente, die uns
damals gesagt worden sind. Da hätte ich gerne mal... Nehmen Sie, ich habe auch die ganze Zeit schon die Probleme. Versuchen Sie es mal mit dem anderen Mikro bitte, wegen der Aufzeichnung fürs Wahlprotokoll. Ja, Dankeschön. Also zweiter Argument, 135 fortfolgende. Und da würde mich mal Ihre Einschätzung interessieren, wie stichhaltig diese beiden Argumente der damaligen Diskussion heute noch sind. Ihre Fragen gingen an Herrn Sachverständigen Jacquet. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Frage. Zur allgemeinen Grundzeugenregelung, wie wir sie ja haben im Gesetz. Es ist ja auch schon dargelegt worden, auch in den schriftlichen Stellungnahmen eigentlich von vielen, dass der Anwendungsbereich eben nicht gegeben ist für den sich selbst tippenden Sportler. Das ist schon mal das Problem. Das heißt, er hat eben anders als ja, die Hintermänner, nennen wir es die Ärzte, Betreuer, die also in den Anwendungsbereich über den 100a dann auch reinkommen, nicht die Möglichkeit, in diese bevorzugte Lage dann auch zu kommen. Das ist das eine. Und im Übrigen, allgemein zeigt das auch die Nähe auch zum Betäubungsmittelstrafrecht und den dortigen Erfahrungen mit dem 31 BTMG, dass in einem System Doping, das ein geschlossener Kreis ist, der einer der wohl effektivsten Wege es ist, jemanden dort herauszuführen, der zugegeben natürlich erstmal ertappt sein muss. Wir reden über den Kronzeugen, bitte nicht verwechseln mit dem Hinweisgeber sonstiger Art, der eben kein Doper ist. Und ihm dann auch die Möglichkeit zu geben, mit einer In-Aussichtstellung, einer Strafmilderung, dazu komme ich gleich nochmal, dann auch entsprechende Taten Dritter und Netzwerke aufzudecken. Also es ist eine Riesenchance, die da unbedingt auch eingewoben werden sollte. Und ich denke auch, da muss man auch so eine Evaluierung nicht noch jahrelang abwarten. Das nochmal am Rande gesagt. Zu dem Anwendungsbereich und Strafmilderungsmöglichkeiten, StPO, ja. Aber ich habe ja auch in meiner Stellungnahme schriftlich vorhin auch nochmal dargelegt, dass die Triebfeder Nummer 1 aus meiner Sicht und Erfahrung eines Sportlers, der sei es out of competition oder im Wettkampf erwischt worden ist. Es ist, wenn er noch seine Karriere fortsetzen will, wir reden also über den Sportler, der noch im System ist, auch drin zu bleiben. So, er hat zunächst einmal mit einer 4-Jahres-Sperre zu rechnen, wenn er schon mal ertappt worden war. Frau Dr. Gotzem hat es vorhin richtig ausgeführt. Die meisten Grundzeugenfälle betreffen eigentlich solche Fälle von Athleten, die auch schon mal auffällig geworden waren. Dann hat er möglicherweise auch ein Bestreben, diese Sanktion sportrechtlicher Art runterzuschrauben. Und das ist das, was ich mit der Synchronisierung auch dargelegt habe und meine, dass in dem Augenblick, wo er bereit ist, Netzwerke zu seiner eigenen Tat oder Dritter auch valide aufzuklären und dort entsprechende Hilfe auch zu leisten, dass dann dies im Umkehrschluss auch mit den jetzt schon bestehenden Instrumentarien auf die, wie ich jemand von einmal hingewiesen hat, der Artikel 10.6 im NADA-WADA-Code mit einer geringeren oder bis Aussetzung auf null Sanktionierung der Sperre rechnen darf. Das ist der Anreiz und deswegen halte ich es für ausgesprochen wichtig, einmal von dem präventiven Aspekt der Abschreckung fürs Netzwerk ganz abgesehen, den ich auch schon herausgestellt habe. Dankeschön. Herr Kollege Steiniger, bitte. Ich würde gerne noch mal den Faden aufnehmen von Mahmoud Özdemir, der ja vorhin nach Fallkonstellationen gefragt hat. Können Sie denn aus Ihrer Praxis abstrakt mal Fälle oder einen Fall darstellen, wo eine Kronzeugenregelung ja schon einen Erfolg gebracht hätte? Ach, schnell. Herr Schecke, bitte. Da will und muss ich mich im Grunde so halten, wenn ich einen theoretischen Fall im Kopf hätte, wie Herr Oberstaatsanwalt Gräber vorhin auch, selbstverständlich. Ja, natürlich, spielen wir einen fiktiven Fall durch. Ein Sportler ist gesperrt und sieht sich also sportrechtlich gesperrt worden und sieht sich jetzt in einer Situation, komme ich zurück in den Wettkampf, ja oder nein? Werde ich das mit einer 4-Jahres-Sperre erreichen können, ja oder nein? Oder vielleicht sogar mit einer 8-Jahres-Sperre? Und in dem Augenblick ja, überlegt er es sich, ob ich jetzt Hintermänner aufdecke oder eben nicht. Aber wie gesagt, das wäre eine Situation, die dann gekoppelt sein muss mit den entsprechenden Reflexen auf der sportrechtlichen Seite. Und das Instrumentarium haben wir jetzt schon. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen aus der Unionsfraktion? Herr Kollege Ginger, bitte. Ja, schönen Dank. Ich habe jetzt noch zwei Fragen an den Herrn Oberstaatsanwalt Gräber. Sie haben sich für ein Plädoyer gehalten für eine Verlängerung der Verjährungsfristen. Ist das richtig?
Und wird es uns etwas bringen, auch im Zusammenhang mit der Kronzeugenregelung zum einen? Und dann haben Sie auch die Freiheitsstrafe auf 5 Jahre anheben wollen. Gibt es das System überhaupt her, dass man mit Doping dann auf eine Freiheitsstrafe von 5 Jahren kommen kann, damit ein Whistleblower oder ein Kronzeuge hier dann auch, dass es sich für den lohnt, wenn ich das mal so sagen darf. Ich würde das jetzt gerne Herrn Gräber die Chance zur Antwort erst geben. Okay. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Also eine Verjährung, das war vorhin das Thema im Zusammenhang mit der Upgraden des gewerbsmäßigen Handeltreibens zum Verbrechenstatbestand. Die finde ich gut. Das war also, dass da die Verjährung dadurch von 5 auf 10 Jahre die Verjährungsfrist verlängert worden ist. Also da finde ich jetzt, dass kein unmittelbarer Handlungsbedarf gegeben ist. Wenn man den Strafrahmen auf 5 Jahre erhöht, wird man natürlich in jedem Fall das innerhalb dieses Strafrahmens Geld bis 5 Jahre abzuwägen haben. Ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass ein Sportler, der das erste Mal vor dem Strafgericht steht, aus dem Stand 5 Jahre bekommt, sondern wird halt irgendwo in einem Bereich im unteren Drittel des Strafrahmens möglicherweise anzusiedeln haben. Aber es geht letztendlich auch zum einen um die Androhung einer derart hohen Strafe. Es kann der Zeitraum des Dopings eine Rolle spielen, es kann das Präparat, mit dem gedopt worden ist, eine Rolle spielen. Und es geht auch, denke ich, an eine Signalwirkung nach außen aus dem Anti-Doping-Gesetz zu sagen, also wir wollen einfach, das ist uns so wichtig, da können wir nicht hinnehmen, dass hier nur Strafen im Raum stehen, die halt für eine tätliche Beleidigung ausreichend sind. Dankeschön. Das Letzte, das kann dann vielleicht Herr Wiesche man auch gleich beantworten. Es ging immer darum, möglichst mehr Schwerpunktstaatsanwaltschaften zu haben und auch vielleicht mehr Schwerpunktgerichte. Ist denn der Bedarf dafür überhaupt da? Dass wir also, wenn wir jetzt mehrere einrichten würden, dass die nicht anfangen, Däumchen zu drehen? Herr Wischmann, bitte. Also den Bedarf kann die NADA auf der einen Seite und der Herr Gräber auf der anderen Seite besser beurteilen als ich. Ich möchte nur eine Einlassung machen zu der erhöhten Strafverschärfung. Das ist ein deutliches Signal an die Öffentlichkeit, das ist richtig. Ich muss aber darauf aufmerksam machen, dass mir aus kriminologischer Sicht kein Fall bekannt ist, wo eine erhöhte Strafandrohung zu einer Verminderung der Fallzahlen geführt hat. Das ist eine Illusion, das gibt es nicht. Dankeschön. Damit wären wir am Ende der Fragerunde der Unionsfraktion. Kommen zur Fraktion. Bitte. Herr Gräber, ja oder nein? Schwerpunkt Staatsanwaltschaft, ja. Strafrahmen auf 5 Jahre, ja. Ja. Gut. Wunderbar. Das Wort geht jetzt an die Fraktion der AfD. Herr Kollege König, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir haben noch mal eine Frage an Herrn Herber. Und zwar ist in Ihrer Stellungnahme der Punkt aufgefallen, dass Sie ein stärkeres Einsetzen des DOSBs für die Einhaltung des WADA-Codes auf internationaler Ebene fordern. Kann man davon ausgehen, dass Sie von Ihren internationalen Sportkameraden, von den anderen Athleten, irgendwie Kenntnis erhalten haben, worüber auch die NADA schon berichtet hat, dass es Hinweise auf Verstöße gegen den WADA-Code gibt, denen eigentlich nachgegangen werden müsste, denen aber nicht nachgegangen wird? Herr Haber, bitte. Also nein, ich habe keine Hinweise erhalten von internationalen Kollegen. Aber was sicher ist, ist, dass in vielen Ländern immer noch nicht, auch also von den NADOs, nicht ordnungsgemäß berichtet wird, da wird vielleicht die NADA auch was dazu sagen können, sodass überhaupt nicht nachvollziehbar ist, was in diesen Ländern überhaupt geschieht bezüglich der Umsetzung des Codes. Zusätzlich zeigen uns immer wieder Reportagen von Investigativjournalisten, dass in anderen Ländern andere Praktiken diesbezüglich herrschen. Vielen Dank. Weitere Fragen der AfD-Fraktion? Daran denn anschließend an den DOSB, gibt es da, oder haben Sie da Maßnahmen ergriffen? Können Sie da irgendwie Druck ausüben auf internationaler Ebene, um die Umsetzung des WADA-Codes flächendeckend voranzutreiben? Vielleicht auch die Frage erst an Herrn Hörmann und dann nochmal an die NADA, ob es da irgendwie Druck oder Einflussmöglichkeiten gibt und welchen Einfluss hatten denn die ergriffenen Maßnahmen? Herr Hörmann, bitte.
klar und deutlich. Wir haben weder in irgendeiner Form Berichtspflicht noch irgendwelche konkrete Möglichkeiten, in dieses System einzugreifen oder im eigentlichen Sinne Druck auszuüben. Überall dort, wo wir um Stellungnahmen gebeten werden beziehungsweise in der öffentlichen Kommunikation Äußerungen vornehmen können, das kann jeder vernehmen, der Pressespiegel liest, haben wir uns zu dem Ungleichgewicht weltweit an vielen Stellen geäußert. Am Ende muss es zum einen im Bereich der WADA und damit schwerpunktmäßig über die nationalen Anti-Doping-Agenturen mit befeuert und unterstützt werden, Punkt eins. Und zum zweiten über die politische Schiene, weil von der Frage beispielsweise, wer wird der nächste Präsident, wie sind die entsprechenden Finanzierungsanteile geregelt, alle anderen in diesem System Auswirkungen oder Einfluss haben, nur nicht der DOSB. Dankeschön. Frau Dr. Gotzmann. Ja, vielen Dank für die Frage auch. Ich möchte jetzt einfach hier nur noch mal sagen, dass die Welt-Anti-Doping-Agentur ja auch eine große Compliance-Überprüfung in den letzten ein, zwei Jahren durchgeführt hat, teilweise auch mit Vor-Ort-Besuchen bei internationalen Sportfachverbänden, aber auch bei nationalen Anti-Doping-Agenturen. Ich gestehe zu, dass wir wirklich unterschiedliche Geschwindigkeiten auch in der Fortentwicklung der Anti-Doping-Arbeit haben. Aber ich glaube, wir sind auch diejenigen, die immer gerne dann auch den Finger in die Wunde legen für unsere sauberen Athletinnen und Athleten. Und gerade auch diese Programme Hilfe zur Selbsthilfe mit anderen zu kooperieren, dort vor Ort Systeme weiterzuentwickeln, erachten wir als für sehr wichtig, genauso wie die Mitarbeit in Gremien, sei es jetzt Überarbeitung des WADA-Codes über den Europarat, wo Herr Mordsiefer in der entsprechenden Gruppe den Vorsitz hat, oder auch bei der WADA direkt in der Laborgruppe. Also das sind alles Dinge, die wir versuchen anzustoßen, um das System besser und effektiver auch international zu machen. Herr König, ich könnte dazu was sagen, wenn ich darf. Herr Weikert, Sie dürfen. Ja, also ich wollte an Frau Dr. Gotzmann anknüpfen. Die WADA tut viel in dem Bereich, um dass es compliant wird. Die ITTF, also mein Verband, ist eben auch untersucht worden. Aber ich kann Ihnen auch sagen, dass andere Verbände das eben, ich sage es einfach mal, unordentlicher machen und da erhebliche Defizite bestehen. Dankeschön. Gibt es weitere Nachfragen von der AfD? Herr König. Ja, ich habe noch mal eine Frage an Herrn Professor Scherki. Und zwar so ähnlich wie Herr Gräber das ja schon beantwortet hat. Sie haben ja einige Punkte in Ihrer Stellungnahme aufgelistet, die Sie sich halt besser wünschen würden. Ich würde die von Ihnen auch noch ganz gern mal in so einer Rangfolge sehen, was als erstes passieren müsste, wenn man die Kronzeugen, die nicht vorhandene Kronzeugenregelung halt einführt in Anti-Doping-Gesetz. Dankeschön, Herr Professor Schalkewitz. Ja, das ist ja schon die Top 1, erstmal die Einführung der Kronzeugenregelung. Idealerweise aber dann auch kombiniert mit einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft. Das hatte ich versucht auch deutlich zu machen, eben weil Kronzeuge und Aussage des Kronzeugen, wie gesagt, im höchsten Maße auch gefährlich sein kann und deswegen auch den höchsten Schutz auch erfordert, den ich nur bei einer Staatsanwaltschaft sehe. Und ja, idealerweise bei dem Staatsanwalt, bei der Staatsanwältin, die schwerpunktmäßig mit solchen Themen auch befasst ist. Und deswegen sehe ich da auch durchaus im Idealfall einen Gleichlauf, auch wenn das eine im Grunde ein Bundesthema ist und das andere ein Landesthema. Dankeschön, Herr Kollege König. Gut, die letzten drei Minuten schenken wir. Dankeschön, damit kommen wir zur Fraktion der SPD. Auch 8 Minuten insgesamt. Und wenn Sie erlauben, würde ich gerne noch einige Fragen für die SPD-Fraktion stellen. Selbstverständlich wird meine Wortmeldung auch auf die Redezeit angerechnet. Vielen Dank. Ich würde gerne eine Frage stellen an Herrn Oberstaatsanwalt Gräber. Informiert die WADA die deutschen Ermittlungsbehörden über Erkenntnisse über Dopingfälle in Deutschland, von denen Sie, aus welchen Gründen auch immer, bis dahin keine Kenntnis hatten? Herr Gräber, bitte. Die NADA zeigt... die WADA. Die WADA, nein. Von der WADA haben wir noch keine Anzeigen bekommen. Dankeschön. Eine zweite Frage bezieht sich auf ausländische Athleten, die in Deutschland positiv getestet worden sind. Finden da auch staatliche Ermittlungen von Ihrer Seite statt? Und wenn ja, in welcher Form?
Natürlich finden da Ermittlungen statt, sind auch bereits 3 Verfahren eingeleitet worden. Es werden weitere Verfahren folgen. Es geht ja momentan schwerpunktmäßig erstmal darum, das Verfahren gegen den Mediziner abzuschließen, weil da Haftsachen ist. Die Sportler werden dann auch Verfahren eingeleitet, sofern es Tatorte im Zuständigkeitsbereich von uns sind. Also in Bayern werden wir die verfolgen. Sollten es keine Tatorte dort finden, müssen wir uns halt die zuständigen Staatsanwaltschaften dann dort abgeben. Dankeschön. Eine weitere Frage geht an Frau Dr. Gotzmann. Frau Dr. Gotzmann, Sie sind ja international nicht nur viel unterwegs, sondern auch in unterschiedlichsten hochkarätigen Gremien. Das heißt, Sie haben auch eine große internationale Erfahrung. Es gibt auch andere Länder mit Anti-Doping-Gesetzgebungen. Gibt es aus Ihrer Kenntnis ein Anti-Doping-Gesetz, das so aufgebaut wäre, dass wir in Deutschland auch noch etwas davon lernen können? Ich glaube schon, dass das Anti-Doping-Gesetz, was wir hier in Deutschland haben, eigentlich sehr hoch aufgehängt ist und international auch so gesehen wird. Und ich habe das, glaube ich, hier in diesem Kreise schon mal erwähnt, dass ich selten so oft die englische Übersetzung an Kolleginnen und Kollegen verschickt habe. Und auch Frau Helleland hat mich kürzlich noch mal angesprochen, hier gerne einen Austausch, einen Besuch zu initiieren. Und ich bin jetzt auch bei der Konferenz Play the Games gewesen und ich fand es interessant, dass einer der wirklich großen Anti-Doping-Aufklärer, nämlich Dick Pound, dann auch in meinem Vortrag mit saß, wie das deutsche Anti-Doping-Gesetz installiert wurde, was es besagt und wie die Operation Aderlass funktioniert hat. Ich glaube, dass international jetzt auch die Tendenz herrscht, dass der Sport die Probleme nicht alleine lösen kann, sondern hier eben auch die Unterstützung der staatlichen Ermittlungs- und Verfolgungsbehörden benötigt. Und ich glaube, da sind wir ganz weit vorne international gesehen. Ich kann diesen Eindruck zumindest aus eigener Erfahrung bestätigen. Herr Dr. Jakobsen wird das auch bestätigen. Wir versenden die englische Version des deutschen Anti-Doping-Gesetzes auch sehr regelmäßig, aber in dem Fall an Parlamentarier anderer Länder eben. Von daher machen wir da offensichtlich vergleichbare Erfahrungen. Jetzt komme ich noch zu einem Bereich, der nicht direkt Gegenstand eigentlich der Anhörung heute ist. Aber da der Deutsche Olympische Sportbund es sowohl in seiner schriftlichen Stellungnahme als auch im Vortrag von Herrn Präsidenten Hörmann gerade noch mal angesprochen hat, würde ich gerne kurz auf die NADA zu sprechen kommen und auf das Angebot des Sports, sich aus dem Aufsichtsrat derselben zurückzuziehen. Ich nehme an, Herr Hörmann, das ist auch mit den Spitzenverbänden, die in Ihrem Verband organisiert sind, entsprechend im Vorfeld abgesprochen worden, dass sich in dem Zusammenhang natürlich auch die Frage stellt, wie es sich dann mit dem finanziellen Beitrag sowohl der Spitzenverbände einmal als auch mit dem Deutschen Olympischen Sportbund verhalten würde. Das wird Sie jetzt nicht überraschen. Konkret die Frage an Sie, da ich davon ausgehe, dass Sie sich dann auch aus der Finanzierung zurückziehen würden. Wer sollte Ihrer Meinung nach dann die Ausfallkosten übernehmen? Herr Hörmann, bitte. Also erstens werden wir selbstverständlich nichts als Konzept präsentieren oder hier darüber diskutieren, das nicht mit unseren wichtigen Mitgliedsorganisationen abgestimmt ist. Und wir haben das mit der Konferenz, zumindest mit der Sprechergruppe der Spitzenverbände intensiv und lange diskutiert. Betrifft ja in dem Fall auch den Sprecher. Wir sehen die Frage der Unabhängigkeit der Nationalen Anti-Doping-Agentur an der Stelle weiter zu stärken, nachdem weltweit nach wie vor darüber diskutiert wird. Sie wollen mir... Nein, ich wollte nur noch mal betonen, mit Blick auf die Zeit, dass ich nach der Finanzierung gefragt hatte. Sie haben beides gefragt. Sie haben A, die Frage Gremienmitgliedschaft befragt und Sie haben die Finanzierung gefragt. Ich war jetzt beim Punkt 1, nämlich der Frage Gremienmitgliedschaft, und bei der Frage der Finanzierung wiederhole ich gerne noch mal. Es geht um die Frage der Beträge, die über die Verbände zu erbringen sind. Das Problem ist nicht der absolute Betrag als solcher, sondern die heutige Regelung, dass die Verbände dieses Geld aus ihren Eigenmitteln zu bestreiten haben. Und die Verbände, auch der, den Sie gut kennen, damit ihre Probleme haben, weil die Haushalte im Sinne der Eigenmittel eine solche Finanzierung sehr schwer machen. Unser Vorschlag deshalb:
Reduzierung des Betrages, der vom BMI an die Verbände kommt. Das ist, bleibt damit für beide Seiten in Euro genau das Gleiche. Es verändert sich auch am Bundeshaushalt nicht, aber es ist eine andere interne Mittelverwendung gegeben. Und genau das ist es, was auch den großen und führenden Verbänden, insbesondere im Sommersport, das Leben so schwer macht. Also wir wollen nicht mehr Geld und wir wollen der NADA auch in keinster Weise Geld entnehmen, sondern es aus dem richtigen Topf zur Verfügung stellen. Das ist die Überlegung, ohne jegliche Veränderung für einen, der betroffen ist. Das heißt, Ihre 400.000 Euro würden erhalten bleiben, denn die haben ja mit den Spitzenverbänden nichts zu tun. Auch wenn es viele unterstellen, es geht uns nicht um diese Frage der 400.000, sondern um das Wohl unserer Verbände. Das war jetzt keine Antwort. Und damit bleiben wir selbstverständlich mit an Bord, was unsere 400.000 Euro anbelangt. Wunderbar, vielen Dank. Herr Mordseefer, eine letzte Frage an Sie. Kann ein Mitglied so einfach sich aus der Stiftung verabschieden? Welches Prozedere wäre aus Ihrer Sicht erforderlich? Bitte schön. Ja, ohne dann sicherlich den Gremien, also insbesondere dem Aufsichtsrat, vorwegzugreifen, nur abstrakt zur Stiftungssituation, Stiftungsverfassung. Die NADA ist nach wie vor eine private Stiftung. Da ändert auch der dankenswerterweise große Anteil der Bundesfinanzierung nichts dran. Und dementsprechend muss man in die Satzung reinschauen. Und da sind natürlich klar die geborenen Mitglieder fest benannt, auch mit entsprechenden Zahlungs- oder Unterstützungszielen. Wenn man da jetzt, ich würde es mal ein Beispiel eines operativen Eingriffs am offenen Herzen darstellen, wenn man da Teile entfernt, dann wird es stotterig, was den Ablauf angeht. Und das sollten wir uns dann überlegen, wenngleich es natürlich auch nur einstimmig geht. Das wäre dann die juristische Situation, wenn man um gravierende Änderungen bei der Stiftungsverfassung nachdenkt. Also von daher sollten wir das in den Gremien gut und intensiv besprechen. Und mit den Verbänden sind ja jetzt auch bis 2023 Lösungen gefunden worden mit entsprechenden Verträgen, die dann auch beiderseitig ja so abgeschlossen wurden. Herzlichen Dank. Und damit sind wir auch am Ende der Zeit der SPD-Fraktion. Wir kommen zur FDP-Fraktion. Auch 8 Minuten insgesamt. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte gerne die beiden Kollegen Gräber und Wischemann angesprochen über die Frage der Straferhöhung. Bin da eher so ein bisschen bei Ihnen. Eine Straferhöhung klingt immer gut, ist auch vielleicht populistisch, aber was bringt sie uns? Ist nicht das Problem in dem Bereich eher der Vollzug als jetzt die Notwendigkeit, die Strafe zu erhöhen? Und Sie sagen ja selbst zu Recht, ein Ersttäter bekommt keine 5 Jahre, sondern irgendwas anderes. Insofern meinen Sie nicht, dass der Strafrahmen heute auch schon ausreicht? Da würde ich mich jetzt wiederholen. Also ich bin der Meinung tatsächlich, dass der Strafraum nicht ausreicht. Also und zwar nicht nur im Sinne zum Signal an den Athleten, weil ich da missionalisiert, das ist ja Pipifax, Anti-Doping, ist ja lächerlich, ist ja wie eine Beleidigung, als auch als Signal an alle da draußen, zu sagen, also mit diesen Strafrahmen kommen halt einfach nicht weiter. Also man, natürlich muss in jedem Fall innerhalb des Strafrahmens eine schuldangemessene Strafe gefunden werden, die sicher nicht für den Ersttäter ohne Vorstrafen, wie auch immer, am höchsten Rahmen ist. Aber allein der Umstand, dass hier ein Strafrahmen existiert, der bis dahin geht, der eine solche Strafe vorsieht, finde ich schon, dass entsprechend auch Eindruck gemacht wird. Dankeschön. Herr Heidt, bitte. Also ich kann es nur wiederholen. Ich respektiere die erwünschte Signalwirkung an die Öffentlichkeit und auch an die Athleten. Ich habe nur darauf hingewiesen, und da bin ich mir recht sicher, dass es in der Vergangenheit bei vergleichbaren Gesetzesvorhaben eine Verminderung der Fallzahlen infolge der erhöhten Strafandrohungen nicht gegeben hat. Herr Heidt, bitte. Ich würde dann bei Ihnen bleiben. Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben, zitiere, bereits der Referentenentwurf zum Anti-Doping-Gesetz betonte als Regelungsziel die Fairness und Chancengleichheit bei Sportwettbewerben und die Integrität des Sports. Die Praxis ordnet aber nach unserer Auffassung dem Kampf gegen Doping einen deutlich höheren Rang ein als der Beachtung der Rechtsstaatlichkeit. Insofern würde mich Ihre Schlussfolgerung interessieren, gerade im Hinblick auf den Begriff Rechtsstaatlichkeit. Herr Bischof, bitte.
was ich da formuliert habe, Adressat war eher das Sanktionssystem der Verbände. Und das ist meine spezifische Perspektive, die ich gerade vermittelt habe. Es ist häufig so, dass die Wahrung des rechtsstaatlichen Verfahrens und spezifischer Verteidigungsrechte in den Verbänden unzureichend beachtet werden, weil es einen sehr hohen Sanktionsdruck gibt, dem man dann auch häufig die Athletenrechte unterordnet. Das führt häufig auch tatsächlich, ich will nicht alle Verbände verurteilen und ich will auch insbesondere die Beteiligung der NADA damit nicht einbeziehen, die in ihrer Arbeitsweise absolut jeden Zweifels ist. Aber dem Ziel der Verurteilung des gedopten Sportlers ordnet man häufig ordnungsgemäße Beachtung von Verfahrens- und Verteidigungsrechten unter. Dankeschön, Herr Heid. Herr Heid, nutzen Sie bitte Ihr Mikro. Ich habe es gemerkt, dass es nicht angegangen ist. Ja, Entschuldigung. Sie haben geschrieben weiter, im Regelsystem der Verbände scheint die Etablierung eines Ombudsmanns, der verpflichtend allen nationalen Sportverbänden und Anti-Doping-Organisationen einzurichten ist und über ein umfassendes Informationsrecht verfügt, am ehesten geeignet zu sein, die Rechte der Athleten zu schützen. Finden wir eine sehr gute Idee. Und wie könnte man das ausgestalten, auch die Etablierung, wie könnte das konkret aussehen? Herr Wieschmann, bitte. Die Idee kommt ja nicht von mir, sondern kam von den Athleten selber. Ich halte das aber deswegen erforderlich, weil eine spätere Rüge zum Beispiel innerhalb des laufenden Disziplinarverfahrens, nicht ausreichend Informationen bekommen zu haben, in aller Regel scheitert. Selbst wenn es zu einem Freispruch führt, bleibt immer noch die erhebliche Dauer der vorläufigen Suspendierung, die hier häufig auch karrierebeendend ist. Das heißt, wir brauchen innerhalb der einzelnen Verbände eine unabhängige Organisation, die innerhalb des laufenden Verfahrens, also wirklich in Realtime, dann, wenn der Verstoß passiert, als Autorität, als Ansprechpartner verfügbar ist und zumindest mal die einzeleigenen Regeln, auch solche über den Schutz persönlicher Daten, gewährleistet. Dankeschön, Herr Heid. Ja, dann eine Frage an Frau Gassner. Bei der Stellungnahme des Anwaltsvereins steht, dass einige Sportverbände im Verdacht seien, kein ernsthaftes Interesse an der Aufklärung von Dopingverfahren zu haben, weil dies aus Sicht der Verbände zu einer Selbstinkriminierung des Verbandes im Laufe des eingeleiteten Verfahrens und zu einer Beschädigung des Produkts Sports im öffentlichen Ansehen führen kann. Teilen Sie diese Wahrnehmung? Trifft das zu? Und wenn Sie das auch so sehen, was kann man da tun, um ein höheres Aufklärungsinteresse zu erreichen? Frau Gassner, bitte. Vielen Dank für die Frage. Also uns liegen keine Anhaltspunkte dahingehend vor. Das kann gegebenenfalls die NADA beantworten, ob sie da einen anderen Eindruck hat. Uns zumindest nicht. Was aus unserer Sicht wichtig ist, das möchte ich nochmal betonen und aufgreifen, weil Herr Hörmann das vorhin schon ausgeführt hat, ist, dass wir insgesamt in den Verbänden eine andere Kultur etablieren können. Eine Kultur des Hinsehens, eine Kultur des Handelns, eine Kultur der Verantwortlichkeit. Und dass wir glauben, dass wir einen Kulturwandel erreichen können, der das auch sicherstellt, dass das Thema ernst genommen wird und mit aller Ernsthaftigkeit verfolgt wird. Dankeschön. Weitere Fragen von Ihrer Seite? Ja, dann würde ich die Frau Dr. Gotzmann fragen, wie Sie diese Frage, oder ja, also wie Sie das sehen. Frau Dr. Gotzmann oder Herr Marzipan. Ja. Herr Dr. Marzipan, bitte. Vielen Dank. Also der jährliche Anti-Doping-Bericht ist ja immer ein ganz guter Indikator. Am 11. Dezember sitzen wir in ähnlicher Runde, zumindest dann nicht öffentlich wieder zusammen, und berichten da, wie das Jahr 2018 zu bewerten ist. Wir sehen schon grundsätzlich eine Entwicklung, eine positive Entwicklung der Verbände über die letzten Jahre, auf jeden Fall. Aber wir sehen auch immer noch wieder an vielen Stellen Punkte, wo es hakt. Ich würde noch nicht mal so weit gehen zu sagen, dass es bewusst hakt, aber dass Verbände teilweise überfordert sind, teilweise hilflos sind. Da stehen wir gerne bereit zu helfen. Wir reichen die Hand immer denjenigen Verbänden, die diese auch dann annehmen. Ganz selten haben wir mal Punkte, wo dann ein Dissens aufkommt. Aber ansonsten sehen wir da schon eine gute Entwicklung. Aber wie gesagt, das ist kein Dauerzustand. Wir müssen da dranbleiben. Wir haben es in unserer Stellungnahme erwähnt. Wir haben im letzten Jahr die BGH-Rechtsprechung zur Schiedsvereinbarung gesehen, wo uns ganz klar eingeschrieben wurde, dass das, was die Verbände dort umgesetzt haben, nicht ausreicht. Und wir sind seitdem in massiven Austausch mit den Sportverbänden, um diese Lücke zu schließen. Und da ist noch einiges an Hausaufgaben zu machen von den Verbänden. Wie gesagt, gemeinsam mit dem DOSB machen wir das gerne. Aber wie gesagt, da muss man auch mitarbeiten seitens der Verbände.
Dankeschön. Gibt es noch weitere Nachfragen? Ja, Herr, ich würde dann bitte vielleicht noch den Rückzug, den bei der DOSB angeschrieben worden ist, auf dem Aufsichtsrat von der NADA ansprechen. Vielleicht beide Verbände. Wie sehen Sie das? Sie müssen sich mit Blick auf die Zeit entscheiden, bitte. Beide kurze Antworten. Wer zuerst? Herr Hörmann, bitte. Wir sehen darin eine gute Möglichkeit, die Unabhängigkeit der NADA zu stärken und sind deshalb bereit, gegebenenfalls auf diese Form des Mitwirkens, des direkten Einflusses im Aufsichtsgremium zu verzichten. Das, was weltweit nun seit Jahren immer und immer wieder angeprangert wird, würden wir gerne im Sinne einer deutschen Lösung, im Sinne von Vorbild umsetzen. Dankeschön. Frau Dr. Gotzmann. Ich glaube schon, dass wir hier drüber in unserem Gremium diskutieren müssen, im Aufsichtsrat, und das im Detail zu besprechen. Aber wenn es hier nochmal um Interessenskonflikte geht, kann ich wirklich auch nur nochmal appellieren, dass die Verbände das sogenannte Ergebnismanagement an die NADA übertragen, um eben auch die Professionalität in der Durchführung der Verfahren zu haben. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Schritt in die Unabhängigkeit und in die, sagen wir mal, Ablösung von Interessenskonflikten. Danke. Herzlichen Dank. Damit ist auch diese Runde der FDP-Fraktion zu Ende gegangen. Wir kommen zur Fraktion Die Linke. Herr Lutze. Herr Lutze, bitte. Dankeschön. Erste Frage an Frau Gassner und an Herrn Herber. Inwieweit halten Sie die derzeitigen Aktivitäten und Maßnahmen zur Prävention im Spitzen- wie auch im Breitensport für ausreichend? Und wo sehen Sie aus heutiger Sicht nach wie vor Handlungsbedarf? Dankeschön. Frau Gassner, beginnen Sie bitte. Das kann ich gerne machen. Ich denke, unsere Präventionsbemühungen sind jetzt schon sehr vielfältig. Insbesondere die NADA übernimmt hier eine sehr wichtige Funktion über ihre Plattform und hat eben für sehr viele verschiedene Zielgruppen umreichendes Präventions- und Schulungs- und Informationsmaterial vorhanden. Bei uns ist es so, dass wir im Rahmen der Sportjugend die Präventionsbemühungen auf Breitensportebene machen und das eben im Kinder- und vor allen Dingen im Jugendbereich. Wir haben ein System von sogenannten Juniorbotschaftern und Botschafterinnen. Das heißt, wir bilden Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ganz gezielt aus im Dopingpräventionsbereich, halten dafür auch ganz umfangreiches Schulungsmaterial zur Verfügung. Und das ist alles auch auf unserer Homepage abrufbar. Und unser Ziel ist es eben, da ganz früh und völlig unabhängig oder unterhalb schon der Leistungssportebene Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeit zu stärken und in ihrer Entscheidungsfindung sich sozusagen für die gute Seite zu entscheiden. Herr Herbert hat vorhin schon angesprochen, dass es ganz viele Druckpunkte gibt, gerade auf dem Sprung zwischen oder auf der Karriere zur Leistungssport, auf der Stufe zum Karriere-Leistungssport, und dass man in diesen Momenten einfach Jugendliche so in ihrer Persönlichkeit stärkt und auch ihrem Wissen nach Alternativen und Optionen, um dann eine gute Entscheidung herbeizuführen. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir davon ausgehen, dass wir da schon zahlreiche Bemühungen haben, denken wir im Moment darüber nach, diese Bemühungen noch auszuweiten. Und wichtig ist für uns, dass diese Prävention auf jeder Ebene stattfindet. Also im Kinder- und Jugendbereich, auf Breitensportebene, von der Wurzel über auch dann hinter bis zum Leistungssport. Und das möchten wir gerne stringent durchziehen. Wir glauben, dass wir mit der NADA auch im Rahmen der Prävention da einen sehr guten Partner haben und überlegen eben, wie wir auch da noch uns besser aufstellen können. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass Prävention natürlich ein Standbein und ein Baustein ist, aber dass wir natürlich im Sport noch ganz viele andere Maßnahmen haben, um Alternativen zu bieten für eine solche Dopingentscheidung. Und sicherlich ein ganz wichtiger Baustein dafür sind diese großen und umfangreichen Bemühungen auch im Rahmen der dualen Karriere. Herr Herber, bitte. Ja, danke schön. Ich fand es gut, dass Sie gerade den Punkt der dualen Karriere angesprochen haben. Das ist für uns auch sehr wichtig, dass eben den Sportlern eine Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht wird und auch andere Wege aufgezeigt werden, die sie stärken und die ihnen auch so ein bisschen den Druck nehmen, sich gegebenenfalls über Doping einen Vorteil verschaffen zu müssen. Sie haben es angesprochen, die Palette der Präventionsmaßnahmen ist relativ groß. Die Frage ist immer, wie viel kommt tatsächlich beim Athleten an und wie wird es umgesetzt? Und
Ich glaube, da kann man an manchen Stellen noch einiges verbessern. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus dem Profisport. Ich habe professionell Basketball gespielt. Da für diese Sportler dort gelten auch die Regeln des WADA-Codes. Da wird, was Prävention betrifft, ist herzlich wenig dabei. Da kommt ein Arzt rein zu Beginn des ersten Trainings und sagt, am besten, sie nehmen einfach gar nichts und dann war es das. Also das wird nicht differenziert aufgeklärt, würde ich damit sagen. So, da, also ich glaube, da an manchen Stellen kann man noch vieles verbessern. Wofür wir plädieren, ist sicherlich die Ausdehnung der Präventionsmaßnahmen auch auf das Umfeld der Athleten, also besonders auch auf die Verbände, auf die Ehrenamtler, auch die mit den Athleten in Verbindung stehen. Auch die müssen eine Anti-Doping-Kultur schaffen und müssen sich dessen bewusst sein, der Gefahren. Dankeschön. Gibt es weitere Nachfragen von Ihrer Seite? Ja, die nächste Frage ging an die NADA. Wäre es hilfreich, wenn pharmazeutische Unternehmen verpflichtet werden, bei Produkten, welche für Doping geeignet wären, entsprechende Hinweise auf die Verpackung zu machen? Beantwortet Frau Dr. Gotzmann. Ja, ich glaube, dass wir schon auch im Bereich unserer Prävention einige Hilfsmittel den Athletinnen und Athleten, auch dem betreuenden Umfeld mitgeben durch entsprechende Datenbanken. Oder wir haben im Augenblick jetzt auch ein großes Projekt laufen, was in Kürze an den Start geht, dass man einfach mit einer App, mit einer Scan-Funktion den Barcode des Medikaments überprüfen kann und sofort eine Information bekommt. Hier sind dopingrelevante Substanzen enthalten, ja oder nein. Ansonsten ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, hier auch mit der pharmazeutischen Industrie zusammenzukommen. Da gibt es also auch juristische Hinderungsgründe und da sind wir bisher nicht auf fruchtbaren Boden gestoßen. Vielleicht darf ich das noch mal ganz kurz mit der Präventionsarbeit aufgreifen. Ich halte es für enorm wichtig, das gesamte Umfeld des Athleten und der Athletin mit einzubeziehen. Und ich habe vor kurzem mit Max Hauke, das ist der die Nadel im Arm hatte, in der Operation Aderlass auf einem Podium gesessen, um einfach zu fragen, wo ist denn da die Motivation? Wie wäre der Plan B gewesen? Das wäre diese duale Karriere, die Ausstiegsmöglichkeit. Und er sagte fatalerweise dann, eigentlich gar keinen Leistungssport machen. Und da dürfen wir nicht hinkommen. Weitere Fragen, Herr Kollege Lutze? Ja, vielen Dank. Sie, wie gesagt, zu der Kennzeichnungspflicht habe ich eine bisschen andere Meinung. Wenn ich mir heute einen Beipackzettel an Medikamenten angucke, und das drucken die, glaube ich, auch nicht alles freiwillig ab, was die Pharmakonzerne, was da alles draufsteht, dann käme es auf die eine Spalte, die man dann machen müsste, auch nicht mehr drauf an. Aber das ist, wie gesagt, meine Meinung. Letzte Frage. Wir haben die Situation, dass es eine Evaluierung gibt, die ist terminiert auf 2020. Die Frage geht nochmal an die NADA und an den DOSB. Sehen Sie Chancen, dass wir in dieser Gesetzgebungsverfahren früher als zur nächsten Bundestagswahl bzw. nächste Wahlperiode 2021 kommen? Weil mein subjektiver Eindruck heute war der, dass es hier innerhalb der Fraktionen, aber auch innerhalb der Sachverständigen zu den allermeisten Punkten eine sehr hohe Übereinstimmung gab. Das erlebt man in anderen Ausschüssen im Deutschen Bundestag so nicht. Deswegen meine Frage, gibt es Chancen, dass man das nach vorne ziehen kann? Sehen Sie da Notwendigkeit möglicherweise drin? Vielleicht so ein bisschen als Arbeitsauftrag in unsere Richtung. Bin auf die Antwort gespannt. Herr Dr. Martin-Siefer. Herr Gräber hat es ja auch schon angesprochen. Ja, ich hoffe, dass es schneller geht. Also wie gesagt, wir haben die Evaluierung, da kommen wir, glaube ich, auch nicht drum hin. Aber ich glaube, dass schon das Thema Kronzeugenregelung, was jetzt hier wirklich bei allen eine Einheitlichkeit hatte mit den Argumenten, die Sie jetzt alle schön aufgebraut haben, könnten wir, glaube ich, deutlich schneller eine Lösung in diesem Bereich brauchen. Es wurde ja auch schon angesprochen, dass man da durchaus gesprächsbereit ist. Also das ist unsere Haltung, dass wir hoffen, dass es schneller geht, dass wir Punkte schneller umsetzen können als erst in 2 Jahren. Sicht der OSB aus, Herr Herrmann, bitte. Aus unserer Sicht ebenfalls wünschenswert. An uns soll es nicht liegen, aber nach 5-jähriger Erfahrung glaube ich nicht dran. Gut, das entscheidet ja unterm Strich der Gesetzgeber. Wir werden unser Bestes tun. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? Vielen Dank. Dann kommen wir zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Kollegin Lazar, Sie haben wahrscheinlich die frohe Mitteilung bekommen, dass Sie ganz viel Zeit haben. Sie haben insgesamt 14 Minuten. Sie können, aber Sie müssen sie nicht ausschöpfen. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich werde es auch nicht ausschöpfen können, weil
der Kollege Grundl und ich heute mehrfach hin und her wechseln und ich muss in wenigen Minuten gleich wieder zurück in den Ausschuss, wo ich vorhin war und der Kollege Grundl jetzt ist. Aber einige Fragen kann ich dann doch noch loswerden. Und meine erste Frage geht an Herrn Wieschemann. In Ihrer Stellungnahme kritisieren Sie oder schreiben Sie zu erheblichen rechtsstaatlichen Bedenken beim World Anti-Doping Code. Und um das in ein rechtsstaatliches Verfahren zu bekommen, schreiben Sie, es bedarf entweder einer Ausgestaltung einer erweiterten gesetzlichen Regelung oder die Einführung eines Beweisverwertungsverbotes. Und da würde mich jetzt interessieren, was jetzt die erheblichen rechtsstaatlichen Bedenken konkret sind. Dankeschön, Herr Wieschmann. Ich kann aus meiner Erfahrung berichten, dass Ihnen zum Beispiel als Verteidiger der konkrete Tatvorwurf Ihres Mandanten vor der ersten Vernehmung nicht mitgeteilt wird. Sie gehen da völlig unvorbereitet rein und es wird Ihnen hinterher noch entgegengehalten, dass wenn Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn der Tatvorwurf sich konkretisiert, Ihrem Mandanten raten, jetzt keine Angaben zu machen, sondern sich erst extern zu beraten, dann wird Ihnen entgegengehalten, dass Sie bewusst die Aufklärungsarbeit der entsprechenden Autorität verhindern. Das geht weiter. Das, was ich gerade mehrfach beklagt habe, ich komme noch mal zurück auf dieses Verfahren mit den russischen Athleten in Sochi. Im Laufe des Verfahrens habe ich nicht weniger als 17 Beweisanträge gestellt oder konkrete Ermittlungsanregungen, denen sämtlich nicht nachgegangen worden ist. Und es hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass wesentliche entlastende Beweismittel der Verteidigung, aber auch sogar dem Gericht nicht zur Verfügung gestellt worden sind. Das würde es zum Beispiel in einem deutschen Strafverfahren, also ich würde das noch nicht mal einem Staatsanwalt unterstellen, dass er den Versuch unternehmen würde, aber er würde dann hinterher beim Gericht mit Sicherheit damit scheitern. Eine vergleichbare Rechtskontrollinstanz gibt es aber in den Verbandsgerichten nicht. Konkrete die Regelung der zu Substantial Assistance ist das Problem, dass der Maßstab zur Beurteilung, was als Substantial Assistance hinterher bewertet wird, so hoch liegt, dass in der Praxis tatsächlich eine Straferleichterung bisher noch nicht erreicht werden konnte. Das Problem ist weiter, dass, ich habe das gerade angesprochen, das Vorstellungsbild der Ermittlungsbehörde, in dem Falle der WADA, von Fakten bestimmt sind, die der Verteidigung nicht offenbart werden. Wenn die hinterher sagen, das reicht uns nicht oder dein Mandant ist unglaubwürdig, dann kann ich das einfach nur so hinnehmen und darauf hoffen, dass mein Gesprächspartner persönlich integer ist. Aber ich habe keine Möglichkeit, mir das zu eigen zu machen. Das sind genau die Probleme. Und das Ergebnis dieses Reports kann hinterher Einfluss nehmen auf die staatlichen Ermittlungsverfahren. Es gibt also ein Rückspiel in das staatliche Ermittlungsverfahren, weil es bisher ein Beweisverwertungsverbot noch nicht gibt. Dankeschön. Frau Kollegin Lazar, bitte. Ja, vielen Dank. Die zweite Frage geht an Herrn Gräber. In der Staatsanwaltschaft München gab es ja bis jetzt 2 Verurteilungen zu Geldstrafen wegen des Besitzes einer nicht geringen Dopingmenge. Und diesen Straftatbestand gab es doch bereits schon im Arzneimittelgesetz zwischen 2009 und 2015. Und deshalb meine Frage, ob diese Verurteilung auch bereits unter der alten Rechtslage grundsätzlich möglich gewesen wären. Herr Gräber, bitte. Diese Verurteilung wäre unter der alten Rechtslage auch grundsätzlich möglich gewesen. Der Besitz einer nicht geringen Menge von Dopingmitteln, Arzneimitteln war damals auch schon strafbar. Worauf diese Auflistung abzielt, ist der Punkt, dass einfach im Bereich, man ist nicht im Testpool und man erzielt keine erheblichen Einnahmen, dass man gleichwohl dann unter Umständen zu einer Verurteilung kommen kann, wenn auch dann die Person im Rahmen einer Durchsuchung eine über die nicht geringe Menge hinausgehende Menge an Dopingmitteln vorrätig besessen hat. Dankeschön, Frau Kollegin Lazar. Nächste Frage auch noch mal an Herrn Gräber. Im Zeitraum von 2016 bis Oktober diesen Jahres sind ja bei der Staatsanwaltschaft München 30 Verfahren wegen Selbstdoping eingeleitet worden. Und mich würde interessieren, sind diese 30 eingeleiteten Ermittlungsverfahren beim Thema Anti-Doping Ihres Erachtens eine große oder eine niedrige Zahl? Und
stellt das wirklich die, würde das die Integrität des Sportes in Frage stellen, wenn man das in anderen Relationen von anderen Verfahren sieht? Herr Greiber, bitte. Das sind zwei richtig schwierige Fragen. Also ich meine, ob das jetzt viele oder wenig sind, sind halt 30 Verfahren. Also das wäre spekulativ jetzt zu sagen, das sind 10 zu wenig oder 100 oder 30 zu viel. Also es sind immer 30 Verfahren, die eingegangen sind. Man muss auch beachten, dass wir ja nicht für ganz Deutschland tätig sind, sondern nur das, was im Bundesland Bayern antidopingmäßig eine Rolle spielt. Und da jetzt eine Auswirkung auf die Integrität des Sports herzuleiten, bin ich nicht zu in der Lage. Frau Kollegin Lazar, bitteschön. Ich kann leider keine weiteren Fragen stellen, weil ich jetzt losflitzen muss und deshalb, ich bitte um Nachsicht, das ist manchmal an Sitzungstagen etwas schwierig. Gut, Sie hatten das im Obleutegespräch auch schon entsprechend angekündigt. Es ist hier manchmal, wie es ist, aber ich denke, Sie haben Ihre verbliebene Zeit noch sehr klug genutzt und einige Fragen untergebracht. Damit sind wir dann etwas eher als erwartet am Ende dieser öffentlichen Anhörung. Darf mich bei Ihnen allen nicht nur für Ihr Kommen, sondern auch Ihre sachkundigen Beiträge bedanken und wünsche eine gute Heimreise in der Gewissheit, dass wir uns bei anderer Gelegenheit hier zu diesem Thema wiedersehen werden. Herzlichen Dank und alles Gute.